Wir sind da. Up North 2.0. Dustin, das wird vielleicht das Abenteuer unseres Lebens. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hier sind einfach überall Orcas um uns herum. Ich bin unglaublich aufgeregt. Ich kann es nicht abwarten, dass wir jetzt endlich da rausfahren. Für mich ist es der schönste Fleck Europas. The struggle is real, ey. Wir haben einfach nichts zu essen. Es ist wirklich ein Privileg, dass wir das machen. Yes! Die dritte Fischart. Für mich ein Fisch des Lebens gefangen. Hoffentlich landen wir den. Dann hätten wir endlich unsere Challenge hier auf den Lofoten geschafft. Ey, das wird geistesgeil. Florian! Flo! Guckt euch dieses Vieh an. Das ist zu viel gerade für mich. Also ist mit Abstand der härteste Angeltrip, den ich je gemacht habe. Scheiße, Alter. Sorry. Alter, dicker Hecht. Scheiße. Danke schön für alle. Yes! Guck dir das an. Alles hier. Das sind hier nicht für alles. Oh, ist die Hölle. Ich bin nass und ist arschkalt. Hast du die Doku? So kalt. Oh. It's not possible? No, because we closed the door and somebody needs to be. But our friend is there with a camera. Yeah. He's shooting a big YouTube series, please. Yeah, okay, thanks. Thank you. Wir sind da. Up North 2.0. Wir haben so lange darauf gewartet. Und jetzt geht's los. Wir holen das Gepäck. Ich hab so Bock. Let's go. Let's go. Daumen drücken, dass das Gepäck kommt. Also, ich sehe schon mal einiges an Gepäck. Das gehört auch uns. Ganz schnell. Das gehört auch uns. Wenn jetzt die Huten noch da sind, das Wichtigste schon da. Dein Koffer habe ich nämlich da schon gesehen. Das gehört uns. Jetzt brauchen nur noch die Huten, ne? Da hinten. Guck mal hier, das ist alles da. Oh, Jack. Das sind jetzt und jetzt. Aber die nächste Schwierigkeit. Wir haben nämlich gerade eine E-Mail bekommen. Euer Mietwagen ist nicht da. Wir müssen euch eine Nummer kleiner geben. Und ihr habt schon gesehen, guck mal, was hier liegt. Bau einen Turm. Ab zum Mietwagenverleih. Oh, Glück gehabt. Ah, okay. Ja, gleich wird's ernst. Irgendwie ist immer noch nicht so ganz klar, welches Auto wir bekommen. Aber ja, doch, welches bekommen ist klar. Aber ob's da reinpasst, das ist nicht klar. Aber wir bekommen jetzt diesen Lexus, oder? Ja. Be very gentle, it's a rental. I learned this. Thank you very much. Have a good one. So, das hat schon mal gut geklappt. Jetzt spurten, einpacken und wirklich richtig Gas geben, weil die Fähre wartet nicht. Ja, die Leute, die uns kennen, wissen, es ist nichts Ungewöhnliches für uns. Team Chaos ist back. Wir hatten wie immer viel zu viel Tackle dabei. Wir wussten nicht, passt alles ins Auto, schaffen wir die Fähre, weil das hätte alles verzögert. Es hing eigentlich an dieser Fähre. 7 Minuten Puffer. Mhm. Und hätten wir diese Fähre nicht bekommen, dann hätte diese komplette Reiseplanung nicht hingehauen. Boah, ich sehe jetzt schon, dass das scheiße ist. Hinten so ein abgeflachtes Heck. Farbe gewöhnungsbedürftig, so eine Oper, braun. Naja, das ist egal. Aber schön für die Angler, weiße Ledersitze. Das klappt nie. Da kriegen wir niemals unser ganzes Gepäck rein. Nee. Wir haben mit einem viel, viel größeren Auto geplant und das auch extra deshalb gebucht. Okay, lass da weitermachen, lass uns beeilen. Geh mal zum Gepäck, ich fahr davor. Ja, ich warte vorne. Und dann sofort rein. Los, 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 los. Go, go, go! Ih, das Lenkrad klebt erstmal wie... Ah. Und jetzt wird's ernst. Alles, was ihr hier seht und zusätzlich noch ein Rucksack auf Flo seinen Rücken, muss da jetzt irgendwie rein. Go! Gut da reindrücken. Nee, ich glaube nicht. Geil. Drin. Was haben wir uns für Gedanken gemacht? Easy. Na, warte mal. Aber ja, schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir. Ich hab die Hand dran. Das Zelt. Wow. Hilf mal, drück mal runter. We made it. Wir haben 10 vor 6 jetzt. Komm, bring ihn weg, bitte. Ja. Los. Schnell rein, schnell zur Fähre, schnell weg hier abholen. Alter, sitzt du da eingeklemmt.
Gib mal her, ich film das mal. Es geht schon. Es geht, los geht's! Alter, was eine Action. Nimm die Cam. Ah, da kommt er schon angerannt. Content Creator, mach schon wieder eine Story. Tour. 2023 startet jetzt. Jungs, ich hab so Bock. Let's go. Es hat alles so gut geklappt. Eigentlich, also wenn der Trip so gut startet, ey, wer weiß, was da jetzt noch alles passiert. Boah, ich hoffe, dass der Zeitplan die nächsten Tage nicht genauso eng getaktet ist wie heute. Das war schon alles sportlich, würde ich sagen. 7,5 Minuten Puffer haben wir jetzt noch übrig. Oh, wir haben es geschafft, wir sind auf der Fähre. Ist hier kalt oder? Es ist schön windig hier. Ey. Der Schein hat getrübt. 3 Stunden 15 geht es jetzt ab auf die Lofoten. Ich brauche auf jeden Fall so ein Tabletten von dir. Ich habe Kaugummis dabei. Ja. Seagum, weil sonst kotzen wir hier. Ja, es ist sau windig. Komm, lass dich mal reinpfeifen, reingehen, was essen. Und dann 3 Stunden 15 schon mal vorschlafen, weil Flo hat eine Sache schon gesagt, es wird wenig Schlaf geben. Das Spannende bei der Anreise war eigentlich, dass wir wussten, es gibt eine Challenge, die hat Florian vorbereitet, aber wir wussten nicht, um was es geht. 3 Stunden später und wir sind gleich da. Ich freue mich richtig, richtig doll, endlich zu sehen, was wir machen müssen, was Flo uns für eine Aufgabe erteilt hat. Es ist ein Traum, wir sind da. Ich kann es noch nicht glauben. Sieht auch wirklich, wirklich sehr schön aus. Das Schlimme ist, als Angler denkt man ja, boah, man will ans Wasser, man will angeln. Aber nein, wir müssen jetzt noch auf morgen warten, bis wir angeln können, weil wir noch alles vorbereiten müssen, ins Camp fahren müssen, die Wohnung beziehen müssen. Am liebsten würde ich einfach alles hinschmeißen, mir die Angel nehmen und einfach losziehen und ein paar Fische fangen. Ja, ihr beiden wart ja schon mal hier auf den Lofoten. Für mich ist es das erste Mal. Sieht schon cool aus mit den ganzen roten Häusern hier und den kleinen Buchten. Ah, endlich sind wir da. Wir kommen hier an und da steht einfach Rente Wecki. Denkst du, es gibt Leute da draußen, die dafür zahlen, dass mit mir angehen dürfen? Natürlich. Aber egal, wir sind jetzt hier im Camp. Guckt euch das mal an. So geil, da ist Wasser. Die Hütten sind direkt am Wasser. Jetzt bin ich einfach nur gespannt, was Flo sich ausgedacht hat für eine Challenge. So, Jungs. Oh, die Challenge kommt. Spitz die Ohren, Wecki. Willkommen auf den Lofoten. In den nächsten 48 Stunden werden wir eine der über 80 Inseln auf eine Art und Weise kennenlernen, wie es wohl noch kein Angler zuvor getan hat. Okay. Unser Guide, Markus Pedersen, wird uns zu einer abgelegenen Bucht bringen, von der wir ohne Boot nicht mehr wegkommen. Okay. Ja. Folgende Regeln gelten für den gesamten 48-stündigen Aufenthalt auf der Insel. Das Mitbringen jeglicher Nahrungsmittel ist verboten. Jeglicher Nahrungsmittel, also jeglicher. Egal was. Ja. Sprich, wir müssen unser Essen fangen. Ja. Entweder am Wasser oder vielleicht am Ufer. Vielleicht finde ich eine Eidechse, eine Möwe oder irgendwas anderes Essbares. Oder ein paar Bären. Norwegen ist auch bekannt für die Eidechsenpopulation, glaube ich. Die Verwendung von Feuerzeugen und Streichhölzern ist untersagt. Okay, krass. Dann, wir müssen ja irgendwie... Du hast das Messer dabei. Mit dem Bettstahl. Damit hast du nämlich nicht gerechnet, mein Freund, als du uns eine Falle stellen wolltest. Ha! Wir haben nämlich einen Feuerstein und ein Messer dabei dafür, ne? Hast du das schon mal gemacht? Nö. Pff, auch Zelte müssen zu Hause bleiben. Ey, ihr wisst alle, du hast einen Knall, Alter. Wofür, was haben wir dann extra? Wir haben ein 600-Euro-Zelt gekauft. Eins, was extra leicht ist, damit wir das mitnehmen. Und vor allem, hast du uns das nicht empfohlen? Klar. 600-Euro-Zelt für... Das kommt auch irgendwann zum Einsatz, aber nicht in den nächsten 2 Tagen, das denn. Tag 1. Fangt einen maßigen Heilbutt vom Ufer aus. Mindestens 84 cm. 84 cm wird wahrscheinlich... Mindestmaß? Mindestmaß sein, ja. Krasse Challenge, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das letzte Mal ein Heilbutt gefangen vor 15 Jahren. Das war mein einziger und dafür habe ich 4 Tage geangelt. Also ich habe in 28 Jahren noch nie ein Heilbutt gefangen, ja, okay. Und ich war auch schon ein paar Mal in Norwegen. Alles klar. Aus Sicherheitsgründen habe ich euch folgende Ausrüstungsstände für uns eingepackt. Satellitentelefon, das ist das, ne? Ich habe mich schon gewundert, was das ist. Und eine Rettungsboje. Wozu eine Rettungsboje? Da ist viel Strömung, wenn er ins Wasser fällt. Safety first. Krass. Firsty first. Firsty first. First cast first. Ja, krass. Ich wünsche euch viel Glück auf der Insel. Euer Flo. Danke, Flo, aber du bist dabei. Ich wünsche dir auch viel Glück auf der Insel. Das wird der Hammer, Jungs. Dein Leid ist unser Leid.
Wenn wir keinen Fisch fangen, kriegst du auch nichts zu essen. Oder hast du denn Rationen mit dabei? Nein. Alle gleiche Regeln für alle? Ja. Okay. Geil. Das ist schon mal gut. Mitgehangen, mitgefangen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ey, ich bin mega happy, hier zu sein. Und ich finde es richtig geil, diese Challenge zu hoffentlich zu meistern. Und vor allem, ich würde so gerne ein Heilboot fangen vom Ufer aus. Ich auch, aber mich stören diese zwei Verbote. Ganz ehrlich, da hätte alles kommen können. Kein Zelt, kein Schlafsack, kein nix. War mir total egal, weil ich war einfach so euphorisiert von allem, von der Landschaft, von dem Erlebnis, das wir haben werden, dass wir auf Heilboot angeln gleich. Da war mir total egal, was das für eine Challenge ist. Ich wollte einfach nur los. Das Einzige, was mich in dem Moment ein bisschen geärgert hat, ist, wir wussten ja nicht, um was es geht. Und ich habe mit Vicky vorher gesprochen, ey, was nehmen wir denn eigentlich mit? Und ich habe mir schon gedacht, ey, irgendwelche großen Fische werden wir in Norwegen bestimmt fangen müssen. Und ich habe gesagt, ey, wir brauchen eine viel schwerere Route, wir brauchen stärkere Schnur. Vicky, nein, kein Problem, brauchen wir nicht. Und dann hat der Guide gesagt, ey, das sind so starke Fische, nehmt mal extra Schnur mit, weil die ziehen die Rolle mal regelmäßig leer. Und dann war die Euphorie natürlich noch viel größer. Wenn du das hörst, dann kannst du natürlich, dann denkst du dir, ey, Wahnsinn. Ja, wir waren hyped, wir wollten raus, absolut. Wir haben uns auf den nächsten Tag gefreut und ich glaube, das sieht man auch im Video. So, das macht sich noch schnell neue Schnur drauf, solange bereite ich hier eine Route nach der anderen vor, damit es morgen früh dann schnell losgehen kann. So, jetzt werden die ganz schweren Geschütze aufgefahren. Ich habe von Stroff das Maximale, 22,5 Kilo Schnur mitgenommen, aber es ist halt auch Stroff. Sehr robuste Schnur habe ich genommen, der R7. Er ist so eher die robustere Schnur von Stroff. Damit mache ich mir jetzt eine Spule voll. Oh Mann, ey, ich bin so nervös, so aufgeregt und auch so müde, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe so wenig geschlafen in den letzten Tagen. Wir haben echt noch richtig viel zu tun und es ist schon 1 Uhr nachts. Naja, kriegen wir hin, nicht meckern. Ich glaube, ab morgen beginnt das Abenteuer unseres Lebens. Bis früh um 4 Uhr in die Nacht haben wir alles gepackt, vorbereitet. Und ich muss sagen, vor Beginn der Challenge war ich eigentlich schon komplett müde. Ich war platt. Eigentlich habe ich nur noch ein Bett gebraucht. Das ist Markus, unser Guide von Nordic Sea Angling. Markus bringt uns heute auf die Insel. Er fährt uns raus. Er ist Guide, aber wird nicht dabei sein. Wir sind ganz auf uns alleine gestellt. Markus? Hello. Are you ready? I'm super ready. Are you guys ready? Yeah, I don't ready. Know. Hello. I don't know. You got it? Yes. Perfect. Have you ever fished there at the spot? You know how? I fished from the boat, but never from shore. So I don't think anyone has been like on the shore and fish on that spot. So you guys are going to be the first ones from shore. Also nicht nur hier ein YouTube Clickbait, sondern es ist tatsächlich so, wir sind die Ersten, die da vom Ufer angeln. Wenn man so einen Satz von einem Guide hört, der da über 10 Jahre lang schon angelt, dann ist man euphorisiert, weil ihr kennt alle die Clickbaits auf YouTube, hat hier jemals jemand geangelt? Und da ist man dann an einem Ort, wo es wirklich so war. Da hat noch nie jemand geangelt vom Ufer. Wir sind die Ersten, die da auf diese Insel oder zu diesem Spot fahren und unsere Köder ins Wasser werfen. So Leute, los geht's. Up North 2.0 startet jetzt wirklich. Also Abenteuer unseres Lebens, Alter. Let's go. Ich bin unglaublich aufgeregt. Und ich hoffe, dass wir alles dabei haben, was wir brauchen. Es ist so rough und so wild, aber trotzdem hat es irgendwie was Heimisches, Schönes. Ich könnte ewig fahren. Guckt euch mal dieses Panorama an hier. Ein absoluter Traum. Und eigentlich ist es für mich ist es das schönste Fleck Europas, muss ich sagen. Eine geeignete Location für so eine Uferangel-Challenge zu finden, war nicht einfach. Wir brauchten tiefes Wasser in Wurfweite, das war extrem wichtig. Dann musste das Ganze noch begehbar sein, das war auch ein großes Problem. Also ich habe verschiedene Inseln gefunden, die einfach viel, viel zu steil waren. Von daher war das Ganze nicht einfach, aber schlussendlich gab es einen Spot, an dem das Ganze möglich war. Crazy Scenery. Wie geil das aussieht da vorne. Heavy current. Now you will understand what I'm talking about with the current. Yeah. Just around the corner here. As you can see now, the waves meeting the current. That's why it's building up some waves.
Ey, dass das so rough ist, hätte ich mir nie vorgestellt. Es ist wunderschön, aber so rough, diese Strömung und alles. Man sieht richtig, wie die Wassermassen hier aufeinander prallen. Kann man sich schon vorstellen, dass hier dicke Fische sind, ne? Ja, aber hier willst du nicht ins Wasser fallen. Nee. Da bist du weg. Wir müssen richtig vorsichtig sein. Aber die Insel, die sieht aus, als wäre hier auch Jurassic Park gedreht worden, oder? Ja, oder vielleicht Herr der Ringe. Ja. Alright, guys. So here's the bay. Nice. So here you're gonna spend a lot of time. This is our new home for the next 2 days. Ja, ist unglaublich. Das Wasser ist so klar. Wir können 6-7 Meter tief schauen. Ich hoffe, hier können wir einen großen Heilboot fangen. Boah, jetzt sind wir endlich hier. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob man das auf der GoPro sieht und erkennt, wie krass das hier eigentlich aussieht. Ah. Oh. Geil. Ja, das klappt gut mit dem Auspacken. Will ich mich an deine Position, dann machen wir die Kette. Oh, perfekt. Oh. Ja, aber wir denken natürlich, dass wir ja gleich angeln gehen können, aber nein. Wir müssen auch erstmal gucken, wie wir heute Nacht pennen. Haben ja kein Zelt, nichts. Wir müssen ein bisschen sheltert sein, müssen eine gerade Fläche haben. So, das sind jetzt das Wichtigste überhaupt. Routen. Ohne Routen geht hier gar nichts. Markus, thank you very much. See you. Take care now. Take care, you too. Goodbye, Markus. And hopefully we don't give you a call. Es geht los, jetzt geht's wirklich los. Gibt's kein Zurück mehr. Oh. Boah. Irgendwie ein bisschen komisches Gefühl, wenn dein Ausweg wegfährt, oder? Aber irgendwie ein geiles Gefühl, findest du nicht? Habe ich noch nie erlebt. Aber warst du schon mal, guck mal, hast du schon mal hier gestanden so, und hast gewusst, ey, kein anderer Mensch ist hier, nix. Gar nichts. Also in dem Moment hatte man wirklich das Gefühl, hey, das kann das Abenteuer unseres Lebens werden. Weg hier, Alter. Guck dir das an. Wow. Was für ein Panorama. Ich bin schon ein bisschen außer Atem. Das ist richtig anstrengend. Ich auch. Das ist vielleicht das schönste Panorama. Sieht aus, als gehst du gleich ins Fitnessstudio mit deiner Fitnesstasche oder so. Alter, es ist schon 20 vor 4. 20 vor 4 und wir haben noch nicht einen Wurf gemacht. Aber First Cast TV typisch. Komm, Vicky. Egal. Erstmal müssen wir sicher am Spot ankommen. Das ist harte Arbeit, Vicky. Das sind wir dürfen dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. So sieht's aus. Beziehungsweise hat hier auf jeden Fall noch nie einer einen Angelurlaub gemacht. Nee, Vicky, ich glaub's kaum. Wir machen tatsächlich gleich den ersten Wurf. Oh, da, ich glaube, hier ist schwer zu angeln. Sieht nicht so geil aus, muss ich sagen. Nee, es ist alles deutlich steiler als gedacht. Ja, vor allem hier kommt so eine große Kante schon da hinten hoch und da kriegst du die Fische ja nicht rüber. Ich würde es trotzdem mal hier probieren, oder? Okay. Boah, ich bin so hyped. Let's go. Vorsicht, ne? Nicht tindern und hier auf so Sachen gehen? Nee, das passiert mir dieses Jahr nicht. Das tindern oder auf so Sachen gehen? Auf so Sachen gehen. Tindern könnte passieren. So, da hast du bereit? Yes, erster Wurf. Attacke. First Cast TV, also der Wurf war nicht sehr weit. Ich hänge schon. Scheiße. Echt? Ja. Ist der so flach? Ja. Super. Also da lang brauchst du nicht werfen, ich komm zu dir. Fisch? Nee, Hänger. Ja, das ist dieses Kraut, ne? Ja, fuck. Ah, Mist, ey, man merkt schon, man kommt einfach nicht weit genug raus. Jeder Wurf direkt einen Hänger, eine Kurbelumdrehung, man hängt. Boah, das ist natürlich extrem, extrem ärgerlich. Also wirklich dieser Aufwand, diese Anreise und es gestaltet sich gerade so, als ob wir hier nicht angeln könnten. Das bringt gar nichts, ich hänge schon wieder. Nur dieser blöde Tank. Hier hat noch nie jemand vom Ufer geangelt. Und in dem Moment ist mir klar geworden, warum. Also. Jetzt habe ich was anderes gehakt. Richtiger Hänger? Ja. Da. Boah, mein FG hält aber auf jeden Fall. Nicht nur, dass unsere Challenge hier auf der Strecke bleibt, wenn wir nicht richtig angeln können. Wir haben auch nichts zu essen dabei. Denn eigentlich haben wir geplant, dass wir hier ein paar Fische fangen. Aber dass das jetzt alles hier so schwierig wird, haben wir uns nicht gedacht. Mann, ey. Alles ganz schön ernüchternd gerade.
Oh, jetzt hänge ich richtig. Super, ich freue mich. Anders abreißen keine Möglichkeit, gell? Zack. Nein. Fuck. Oh, ey, ich muss hier erstmal hinsetzen, Alter. Ah, fuck mich das ab. Fuck. Vor allem das Krasse ist, ich meine, ich hatte ein paar Würfe, aber da kam jetzt auch nichts. Vielleicht ist es schlechte Zeit und so, aber also ich meine, wenn wir so weitermachen, fangen wir keinen einzigen Fisch. Dann haben wir die ganze, also alles war für den Arsch dann. Ich habe da wirklich dann angefangen zu zweifeln, machen wir das Richtige? Und als wir dann zum nächsten Spot gegangen sind, habe ich wirklich dafür gebetet, dass es besser wird. Weil wenn das so weitergegangen wäre, ein Köder nach dem anderen abgerissen, dann hätten wir die Aktion nach ein, zwei Stunden hier abbrechen können. Na, dafür seid ihr ins Kino gekommen? Selbst schuld, würde ich sagen. Hast du schon mal eine Berggazelle gesehen wie mich? Ja, wir mussten einen neuen Spot suchen und wir mussten weiterziehen. Aber das war alles nicht so einfach. Wir mussten teilweise klettern, wir mussten an Steilwänden entlang uns hangeln. Bitte vorsichtig. Schon verrückt, was wir hier gerade machen. Ja, eigentlich auch. Und zwar ohne einen Fisch zu fangen. Ja. Ich sehe uns schon hungern. Ich sehe uns wirklich schon richtig hungern. Ja, wir hängen hier richtig in der Steilwand drin. Ist ein bisschen gefährlich. Und hoffentlich werden diese riskanten Manöver hier jetzt auch gleich mit einem Fisch belohnt. Fahr nach Norwegen, haben sie gesagt. Eieiei. Ja, man wird dann auch irgendwie leichtsinnig, ne? Weil das hängt halt alles von den Fischen ab. Und wir wollten halt einen Spot finden, wo wir tiefes Wasser erreichen, ohne zu hängen und Fische fangen. Und da macht man Sachen, die man normalerweise vielleicht nicht machen würde. Hier wird's dann glatt, ne? Muss man vorsichtig sein. Wo keine Nocken sind, super glatt. Das Wasser kommt hier immer höher. Die Strömung wird stärker. Und hoffentlich somit auch der Hunger der Fische. Meiner wird auf jeden Fall so langsam ein bisschen stärker. Guckt euch diese Spots an. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum hier kein Fisch beißt. Man verliert auch irgendwie das Vertrauen. Wie angelt man, jiggt man, leiert man ein, schnell, langsam. Man probiert ab. Ja. Guter Biss, aber kein großer Fisch, glaube ich. Ich sehe es. Was ist es? Ein kleiner. Was ist das? Das ist ein Lump? Was ist das? Ein Lump. Ein Lump! Du Lump, du! Jawohl! Mein erster Biss und mein erster Fisch. Oh. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, schöner Fisch. Aber es ist mein erster Fisch. Ich glaube gar nicht, wie happy ich bin. Ein Lump. Genau der Fisch, den man fangen will, wenn man 30 Stunden anreist. Ich habe mal gehört, dass der gehassteste Fisch Norwegens, weil er voller Parasiten ist. Jungs, ich gebe heute Abend ein Wasser aus. Lump-Baby. Da ist er wieder. Da ist ein Stein. Ist mir völlig egal, was ihr sagt. Ich halte bis heute daran fest, ich habe einen Wal gesehen. Becky hat auf jeden Fall gerade einen schönen Wal gesehen. Man muss sich die Highlights halt selbst schaffen, auch wenn sie nur in dem eigenen Kopf sind, egal. Das hat einen dann schon irgendwie wieder in besseren Mut gebracht. Also. Ich halte dran fest. Danke dafür. Egal, was du sagst. Ja, das war ein Blauwal. Irgendwas Großes. Ja. Dunkles. Ja, das hast du wahrscheinlich wieder auf Tinder gesehen. Was Großes, Dunkles. Dieser Seetang ist echt ganz übel, ey. Mit dem Haken gewinne ich keinen Krieg. Ich persönlich würde jetzt den Spot wechseln. Haben wir jetzt schon eine Weile hier geangelt. Ich bin jetzt mal eine Spitze weitergegangen. Die Wellen werden immer extremer. The struggle is real, ey. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir keinen Fisch, also keinen zählbaren Fisch gefangen haben. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Wir angeln jetzt seit 7 oder 8 Stunden und konnten noch nicht eine einzige Erkenntnis sammeln. So langsam ist mir dann auch irgendwann bewusst geworden, die Zeit läuft uns davon. Wir rennen hier seit Stunden über die Felsen und wir haben immer noch nichts Anständiges gefangen, wir haben nichts gegessen.
Und ich wusste überhaupt nicht, wie wir die Folge hier irgendwie zum Abschluss bekommen sollen. Kurz vor eins. Ihr wisst gar nicht, ihr könnt euch, glaube ich, nicht vorstellen, wie man sich jetzt fühlt, ey. So viel Planung in die ganze Sache gesteckt. So viel Strapazen auf sich genommen. Hierher geflogen, 15 Stunden Anreise, für auch wirklich viel Geld investiert. Und dann kommt man hierher und die Fische spielen einfach nicht mit. Das ist einfach so krass. Das ist halt die Sache, die man nicht beeinflussen kann. Und dann bekommt man hier auch noch Hänger. Aber ganz ehrlich, ich bin am Ende meiner Kräfte und auch motivationstechnisch. Und normalerweise bin ich immer motiviert. Aber jetzt, ich könnte mich echt einfach nur hinlegen und den Tag vergessen. Ich beobachte den Langen noch ein bisschen beim Angeln. Und dann geht's hoffentlich so langsam in den Schlafsack. Ich wollte gerade fast sagen, haben wir uns verdient, aber haben wir uns eigentlich leider nicht verdient. Boah, ich hab keinen Bock mehr. Ich will jetzt echt Feierabend machen, so langsam. Dustin, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab auch keinen Bock mehr. Ich frag mich nur, ob wir es uns leisten können, keinen Bock mehr zu haben und keine Folge auf die Kette zu kriegen. Ja, das ist meine einzige. Auch richtig. Meinst du? Das Problem ist, dass ich überhaupt nicht mehr den Hoffnungsschirm habe, dass wir jetzt hier irgendwas. Ich auch nicht. Aber das ist schon echt eine Weile nicht mehr. Irgendwann kommen einem dann auch ganz andere Gedanken. Das ganze Projekt kostet natürlich auch sehr, sehr viel Geld. Da hängt ganz viel dran. Man hat der Community YouTube-Videos ab NOS 2.0 versprochen. Also der Druck, der sich da aufbaut, ist enorm. Das macht wirklich was in einem. Man angelt dann auch anders. Man ist so unter Druck, weil man einfach dem selbstgesteckten Ziel gerecht werden will. Ne? Wie gesagt, Community, das Erlebnis für einen selbst, das drohte alles zu scheitern. Deswegen war das ein harter Moment. Es kann doch nicht sein, wirklich. Ey, wie kann das denn sein, dass wir keinen Fisch fangen, Jungs? Wie kann das sein? Jetzt mal ohne Spaß. Das glaubst du, du fährst hier hin. Der beste Spot der Welt. Selbst am besten Spot der Welt bleibt man Schneider. Ha, was würde ich jetzt für ein Zelt geben? Und eine warme Suppe. Oder? Suppe wäre krass. Nicht mal eine Suppe, so ein geiles Rinderfilet, medium gebraten. Oh, mir wird eine Suppe ausreichen. Nehmt's uns nicht übel, aber wir machen jetzt hier eine ganz schnelle Nummer draus. Isomatte aufs Gras geschmissen. Ich habe hier so eine Luxus-Isomatte mir extra geholt. Dann Schlafsack drauf und pennen, Vicky, oder? Ja, ich bin durch. Ich will einfach nur noch schlafen. Ich auch. Ich glaube, so unzufrieden habe ich schon lange meine Isomatte nicht mehr aufgebaut. Ich glaube, man muss hier aufmachen, ja. Open Fast Self-Inflation. Oh ja, das passiert aber auch. Guck mal, wird dicker hier an den Seiten. Aber Fast ist auf jeden Fall ein dehnbarer Begriff, muss ich sagen. Luxus-Isomatte hin oder her. Fast Inflation. Ich habe irgendwann dann festgestellt, als ich die Anleitung ein bisschen besser gelesen habe, 24 Stunden vorher muss man die aufbauen, damit die sich einmal vollsaugt und man drauf schlafen kann. Das hat mir im Laden auch keiner gesagt. Nehme ich den immer noch ein bisschen übel. Aber das war wieder ein richtiger Team-Chaos-Moment. Und nach dem ganzen Hustle, den wir schon hatten, war das nochmal der nächste Downer. Egal, das ging irgendwann, aber so richtig bequem war die Nacht auf jeden Fall nicht. Auch wenn die Motivation jetzt wieder da ist, gestern Abend waren wir wirklich am Tiefpunkt, haben wir uns überlegt, was ist denn der Plan für heute? Wie können wir es schaffen, doch noch ein Heilboot zu überlisten und die Challenge zu schaffen? Als absoluten Joker, das wollten wir überhaupt nicht machen, aber es geht halt nicht anders. Wir haben uns so Köderfischsysteme mitgebracht, die wir heute einsetzen werden und einfach einen Köderfisch, also einen Seelachs, einen toten Seelachs rauspfeffern. Das auflaufende Wasser ist bald vorbei. Ein, zwei Stunden haben wir noch, deswegen Vollgas und ab ans Wasser, Vicky.
Die erste Aufgabe ist es jetzt erstmal ein paar Köderfische zu fangen. Ich habe einen 3,5 Inch Predator montiert und hoffentlich kriege ich hier ein paar Seelachse oder Pollacke, damit wir die dann mit den Grundmontagen auslegen können. Das sind welche. So, der erste Köderfisch ist gefangen. Mach gleich weiter, ich glaube, da ist ein Schwarm da. Der Trip hat auf jeden Fall einen Vorteil. Man macht so viele FG-Knoten, dass man den auf jeden Fall lernt, schneller zu machen. Leute, das ist so unglaublich anstrengend. Wir haben wenig geschlafen, immer noch nichts gegessen und rennen hier ganze Zeit die Steine auf und ab. So langsam kann ich eine Pause vertragen und brauche auch mal einen Happen zu essen. So, Köderfische haben wir gefangen. Schnell die Route vorbereiten. Und dann geht's los. Das wird eine Route sein. Und parallel machen wir natürlich auch Spinnfischen. Da wir nur Spinnfisch-Equipment dabei haben, bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir die überhaupt passend werfen können, die Jungs. Die Route ist eigentlich viel zu kurz, um dieses lange Rig zu werfen. So, ich muss jetzt hier Gas geben, dass ich auch die Route ins Rennen bekomme. Denn die gute Tide ist leider nicht mehr allzu lange. Ja. Vergiss es. Nicht weit genug? Jo, das war's mit dem Teil. Super, das war meine Köderfischaktion heute. Männer. Fuck. Die Hoffnung, wie gestern, in der ersten Minute zerschlagen. Dann gab es den Punkt, wo ich für mich und damit auch für die anderen entschieden habe, wir müssen es hier abbrechen. Wir müssen raus, einfach um das Projekt zu sichern, um noch Folgen drehen zu können, müssen wir jetzt wirklich 180 Grad unsere Taktik ändern. Wir müssen umdenken. Sollen wir es wirklich machen? Müssen wir machen. Alles uns geschlagen andere. Geben. Auf der einen Seite möchte ich es eigentlich nicht, auf der anderen Seite macht es einfach keinen Sinn, weiterhin hier zu bleiben. Das ist für mich tatsächlich, glaube ich, die größte Niederlage seit Jahren. Also wirklich, guck mal, was wir für eine Vorbereitung da reingesteckt haben. Wie wir uns gefreut haben, auch hier noch auf dem Weg hierher. Und ja, Zeit, Leidenschaft, alles reingeflossen. Und jetzt, glaube ich, ist es soweit, dass wir uns abholen lassen, weil wir einfach nicht glauben, dass wir hier zum Ziel kommen. Und ja, wir haben, habe ich schon mal gesagt, 16 Stunden geangelt. So, Becky, ich lasse uns abholen. Das ist ein Scheißgefühl, ey. Hey Markus, it's Dustin. Hey. Hi, how's it going? Yeah, first of all, it's no emergency call. Yeah? Yeah, we are just... What happened? Yeah, we are just really struggling to catch a fish. We caught some small lump and cold fish, but I didn't get any halibut. So I think we need another solution. I think you need to pick us up and... maybe we try with a boat or something like that, because here I think we will not be successful with our mission. Oh Mann, so habe ich mir das ja alles nicht vorgestellt. Aber wenigstens kommen wir hier raus, weil das wäre ja auch keine Lösung, wenn wir jetzt hier noch länger einfach verweilen. Vor allem müssen wir die Folge ja irgendwie zu Ende bringen müssen und gucken, was wir jetzt machen. Vielleicht auf einer anderen Insel ein Boot chartern oder so. Als Markus dann mit dem Boot angefahren gekommen ist, das war für mich der Punkt, wo ich realisiert habe, unsere Mission ist gescheitert. Und wir verlassen jetzt die Insel und versuchen, das Ding irgendwie noch andersrum zu reißen. Das war's. Wir lassen die Insel hinter uns. Goodbye. Abmarsch. Ich glaub's immer noch nicht. Wir sind echt gescheitert. Aber er meinte gerade zu uns, wir kriegen das Boot heute Abend und das wird der absolute Gamechanger. Auch wenn wir unseren Spot jetzt verlassen haben, die Regeln bleiben die gleichen. Wir kriegen nichts zu essen, wir tauschen das Ufer gegen das Boot ein und wir haben kein Zelt, wir haben unsere Isomatten, unsere Schlafsäcke und mehr nicht. Meine Motivation ist wieder nach oben gegangen. Ich habe so die Schmach ein bisschen, muss ich sagen, überwunden und freue mich jetzt einfach
zu angeln und hoffentlich schöne Fische zu fangen. Seelachs, Heilbutt, das ist unser Ziel heute, oder? Oder so fast heute? Heute? Seit 2 Tagen. Also, ich gebe Gas und dann geht's los. Die ganzen schlechten Gedanken sind vergessen, jetzt werden ein paar Fische gefangen. Jo. So, Sonnenbrille auf, Hebel auf den Fisch. Hier. Boah, dicke Sichel. Becky, lass einen rauszimmern. Ja, boah, einen dicken. Also, boah, guck mal. Das ganze Lot ist voll. Der Guide hat gesagt, er hat so große Fische hier gefangen, dass sie diese Woche, wie viele Ruten haben sie gecrackt? 7 Stück. 7 Ruten haben sie zerbrochen. Wie auch immer das geht, das werden wir hoffentlich gleich erfahren. Naja, also eine gebrochene Rute will ich hier an Bord nicht sehen. Nee, gebrochene Rute nicht, aber Fische, die so stark sind, die eine Rute brechen könnten, fände ich schon nicht so schlecht. Oh, Biss! Oh, Fisch an! Oh, das fühlt sich schon anders an wie heute. Morgen die Köderfische. Alter, die gehen ab. Alter, so fühlt sich ein 2-Meter-Baller wieder daheim an. Ich hatte einen fetten Biss auch gerade wieder. Ja, hängt, hängt, hängt. Und das hat auch ein Doppeldrill. Oh, fuck, hat der Kraft. Oh. Der tut jetzt schon weh. Ey, kannst du dir das vorstellen? Wir haben heute einfach, wir sind hier eine Sekunde und haben direkt Fisch. Beim ersten Wurf, ey, und die letzten 2 Tage auf der Insel. Mal. Alter. Junge! Alter, sind das Fische! Krass! Das ist definitiv mein Seelachs-PB. Schau dir mal den Fisch hier an. Das Alter, ist mein Seelachs-PB. Alter, ist das ein fettes Vieh, Dicker! Ach, du Alter! Scheiße. Oh, ist der schwer! Ach du Scheiße! Das ist mein Seelachs! Halleluja! Boah! Weckelzen, Junge! Oh. Endlich werden die ganzen Mühen belohnt. Krass. Auf dem Predator in 5 Inch in meiner Sonderfarbe. Oh, der darf gleich wieder zurück. Au, 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 au. Oh, Power. Ei, geil. Das Ding. Wecki? Oh. Nicht so groß wie Weckis, aber ein sehr schöner Fisch. Bei mir auf den 20 cm. Nee, 6,5 Inch Venom. Oh, der darf auch schnell zurück. Das war Balsam für die Seele. Wahnsinn. 2 Tage haben wir uns abgemüht. Keinen Fisch gefangen, also keinen nennbaren Fisch. Und dann plötzlich standen wir mitten im Fisch. Wir haben einen nach dem anderen gefangen, haben richtig große Dinger gefangen. Und das Lustige ist, wir konnten den Spot sogar sehen, wo wir vom Ufer geangelt haben. Wie paradox ist das? Unglaublich, ein unglaubliches Gefühl. Und für mich war das eine sehr große Erleichterung. Der Druck ist ein bisschen abgefallen, weil ich wusste, es ist zwar nicht das, was wir eigentlich machen wollten, aber ich finde es auch gut, mal zu zeigen, wie es wirklich ist, wie die Realität ist. Und dass wir dann diesen Abschluss mit Fischen noch hatten, glaube ich, war schon echt gut. Und war auch für das weitere Projekt, für die Motivation, für uns wichtig. Ja, ja. Boah. Dicker Fisch? Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, warum da Ruten brechen. Also, die Bremse ist... Oh, oh, ich hab auch einen. Zu. Die Bremse ist zu. Ich hab, glaube ich, einen kleinen nur. Die Bremse... ich hab einen richtig großen Fisch. Ich kann nichts machen. Ich hab einen richtig großen Fisch. Ich krieg ihn nicht hoch. Alter! Alter! Dustin, ich glaube, deiner ist ein bisschen größer als meiner. Becky, kannst du mir ihn landen? Jo. Boah, Dustin. Alter, das ist ein Meterfisch. Auf dem Venom, ein 6,5 Inch. So, Dustin, hier schnell. Zwischen rein Kaugummi, ich brauche auch einen.
Runtergucken beim Fisch. Antikotz-Kaugummi. Wie sollen wir jemals einen Survival-Trip überleben? Das darfst du gar keinem erzählen. Wir sind beide hauptberuflich in der Angelbranche tätig. Und können nicht mal aufs Wasser gehen, ohne zu kotzen. Guckt euch bitte diesen Monsterfisch an. Ist das nicht ein toller Fisch? Die ganze Anstrengung, der ganze Hassel wird jetzt belohnt mit solchen fetten Seelachsen. 6,5 Inch Venom. Ein C13, einer meiner Lieblingsfarmen. So, den haken wir ab und dann lassen wir schnell zurück. Ich habe in dem Moment eigentlich alles vergessen, was die letzten 2 Tage passiert ist. Und wir haben einfach geangelt und haben Fische gefangen. Ja, das war geil. So, ich probiere jetzt mal ein bisschen größeren Köder noch. Ich meine, das waren schon unglaublich gute Fische, die wir jetzt hatten, aber wer weiß, vielleicht kriegt man ja noch einen dickeren. Becky, bist du ready? Sollen wir mal zusammen hier reinschmeißen? Bin ready. Das ist 25er Venom. Ah, Biss. Ja? Ja, jetzt. Ah! Boah! Vielleicht doch etwas besser. Die CMW ab North Volume 2. Pumpen, Mikey. Pumpen. Heute Morgen haben uns die Beine wehgetan vom Laufen. Klettern und Laufen. Und jetzt tun uns gleich die Arme vom Drillen weh. Boah. Wird er ein bisschen kleiner, glaube ich. Oder? Oh, fuck! Boah, fuck! Ist fuck. Alter Schwede. Alter, 10 Meter 10. Yes! Becky! Ach du Scheiße! Was ist das, Alter? Das ist der größte Seelachs, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Alter Schwede. Selektieren, habe ich gesagt. 25 Alter, ist der Zentimeter Venom. Dürfen wir den messen kurz? 1,15 ungefähr? Alter Schwede, was ist das ein Fisch? Alter, 1,15 Meter Seelachs. Alter, das ist so ein Fisch. Alles hat sich gelohnt, ey. Wow. Geil. Up North 2.0. Yes! Wir haben wirklich wenig gegessen in den letzten Tagen. Deswegen war klar, ein Seelachs muss mit. Und den haben wir uns schön am Lagerfeuer zubereitet. Ich sterbe, ich kann mich kaum mehr konzentrieren. Ich bin so hungrig. Wie gesagt, wir haben jetzt 2 Tage eigentlich nichts gegessen. Puh, wird Zeit. Einfach den Feuerstahl nehmen und nah an das leicht entflammbare Material gehen. Und dann mit der Rückseite der Klinge, nicht mit dem scharfen Ende. Und da kommt das Feuer. Da sieht man es. Da haben wir es hingekriegt. Runterschieben, hier ein bisschen zu dem anderen. So. Jetzt hoffen wir mal, dass das Feuer auf die Äste überspringt und dass die Äste trocken genug sind, aber das sieht gut aus. Oh, super, es hat geklappt und wichtig, dem Feuer immer neue Nahrung geben, dass es keine Chance hat, auszugehen. Das Feuer ist gleich soweit, ich bereite den Fisch noch ein bisschen vor. Flo war so gnädig und hat uns nach den ganzen Rückschlägen eine kleine Aufmunterung gegeben. Salz, Pfeffer und ein bisschen Öl. Dass wir nicht auch noch den Fisch hier irgendwie verhunzen. Ein bisschen Öl, das lassen wir erstmal heiß werden. Ja, super. Man sieht schon, das Holz, was wir gefunden haben, ist nicht so trocken. Erkennt man daran, dass es extrem qualmt. Eins für den lieben Florian. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, ey. Jetzt mal ohne Spaß, wir waren halt sehr geknickt, ne? Weil wir es nicht geschafft haben, die Mission zu erfüllen. Aber okay, wir sind auch am Ende. Wir haben nicht geschlafen, wir haben nicht gegessen. Aber guck dir das an, alles hier. Das entschädigt für uns. Das Gute ist, es entschädigt für alles. Wir wissen auch, dass uns noch ein paar wirklich unvergessliche Tage bevorstehen. Das werden wir sehen. Hoffentlich besser. Und hoffentlich läuft dann alles nach Plan. Ja. Bis jetzt war es noch nicht so nach unseren Vorstellungen.
Aber manchmal steckt man nicht drin. Und ach ey, was heißt nicht? Es gibt Höhen und Tiefen und ey, man braucht auch mal einen Rückschlag, um dann solche Sachen umso mehr zu feiern wie die Seelachse. Ja. Ich finde das alles okay. Jetzt im Nachhinein. So, na trotz Öl ist es ein bisschen angebraten, aber... Der erste Bissen... Flo müssen wir aber gleich auch noch was seit haben. Zwei Tagen, ja. Der hatte nämlich auch nichts gegessen. Der hat nämlich gesagt, mitgehangen, mitgefangen. Das ist echt, muss man sagen, Flo war... Hut ab. Guten Appetit. Mm. Boah. Ich sehe schon die Kommentare. Vom Messer isst man aber nicht. Vor allem von einem Dreckigen. Na, das ist egal, erst, ey. War, aber tut gut. Es tut sowas von gut. Wir machen Flo noch ein kleines Stück und danach schmeißen wir die Isomatten raus. Nachdem wir die ersten Tage dann doch noch mit einem Erfolgserlebnis beenden konnten, war natürlich noch eine Aufgabe offen und das war es, einen Massing Halibut zu fangen. Markus hat uns auch nicht besonders viel Mut gemacht, weil er sagte, die Zeit gerade, die Tide, die ist echt nicht gut und es ist nicht leicht, jetzt einen Halibut ans Band zu bekommen. Aber kurz vorm Reinfahren gab es noch einen einzigen Biss. Welki hat die Rute in die Hand genommen und die Hoffnung war natürlich riesig, die letzte Chance. Das muss er sein, der Halibut. Ist, wir haben Fisch, guys. Was ist it? Das ist ein Fisch. Hey, wir haben Fisch, Becky. Soll ich hingehen? Geh hin. Hold the rod. It's waiting to get heavy now. It's getting heavy. Reel, 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 reel. Ja! Yeah. Hey. Ist es der Halibut? Ja, ja, ja. Ja, da ist er. That's the Halibut. Ja. Hey. Da ist er endlich. Hoffentlich landen wir den. Dann hätten wir endlich unsere Challenge hier auf den Lofoten geschafft. Oh. Schau wieder mit Sauna. Oh. Huh? I saw it on the Sauna. Oh, geil, Becky. No, this is a decent one, actually. Yep. A decent one that he has to swim? We'll find out if we get it up. You lose them quite regularly, no? Nah, these hooks is amazing. The circle is this is anstrengend. You have 25 meters to go. Das ist mal ein Workout, war Becky? Oh, ich habe heute so viel Süßigkeiten gegessen. Das habe ich jetzt auch nötig. Comes. The leader comes. Yeah. You give me the leader. Is he over there? Nice. Oh, that's a big one. It's yeah. Not too small. Nah. Told oh, you. Crazy. Okay, you're gonna go down soon. No. Stay take care with calm. The rush. It's gonna go down. Bye bye. You're gonna have it all the way down. Let it go. Let it go. He's gonna go all the way down now. You start over. Really? Yeah. Really? You see? Das war übrigens ein richtig guter Moment, finde ich, weil du hattest den oben und dann sagt der Guide, jetzt geht er nochmal all the way down. Ja, ich und gedacht, du warst schon am Ende und dann du so, oh nein. Und dann ist er nochmal bis zum Boden runter. Das kenne ich ja von unseren Fischen hier nicht. Ich habe eigentlich gedacht, wir haben den Fisch gleich. Oh, ich habe gedacht, das wäre es schon gewesen. Ey, krasser Fisch, oder? Ich finde, das sind so krasse Fische. Oh, ist das anstrengend. Beschwer dich nicht. Nein, mach ich nicht. Oh. Was denn? Ja? Vor dieser unglaublichen Kulisse hier. Solch ein Fisch. Mann, dafür sind wir hergekommen. Geil. Queen of the Ocean. Now you understand the power of them. Der ist wirklich bis nach ganz unten wieder, ne? Keep on pumping. Ich mag die, die sind so hübsch. I just said, I think they are so beautiful fish. Now it comes. Vorfach, komm. Leader coming. Keep on pumping. Hey! Oh. Secured! Thanks, Markus! Amazing, guys! Wir haben es geschafft. This is your first halibut ever. Yeah, sure. First and best. Everything on Becky today. Yes! Thanks, Markus. If it's bigger than 130, we use the tail rope. We don't pick them up from the water. So, let's measure it. Markus, tell me, how big is my first halibut? 28
128. 128, guys. Awesome. Good start. Thanks. Finally, rough day. Sorry. No problem. Becky, Glückwunsch zum PB. Vielen lieben Dank. Mein erster Heilbutt in meinem Leben. Oh, geil. Was für ein unglaubliches Erlebnis. Aber zu groß für uns, für die Küche. Lass mal wieder frei. Der kommt zurück. Vielleicht kriegen wir noch einen kleineren. Ja, hoffentlich. Schnell ein paar Fotos und dann ab ins Wasser. Mein erster Heilbutt in meinem Leben. Gleich so ein wunderschöner, großer, der darf zurück in sein Element. Boah, Alter, war der schnell weg. Komm mal her, lass dich drücken. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Dustin, mein Lieber. Komm her. Danke schön für alles. Ja, danke dir. Geil, du hast die Mission erfüllt heute. Ja. Markus. Markus. Thanks. Thank you. Make a really, really good shot. Yes. Also das war ein unbeschreiblicher Moment, weil der ganze Druck der letzten Tage, also wir haben einfach nur gefeiert, haben uns in den Arm gelegen und waren einfach froh, diesen Fisch ins Boot geholt zu haben. Es war absolut ein Traum. Der Heilbutt war natürlich das Highlight des Trips, dachten wir zumindest bis dahin. Aber dann am letzten Abend der letzten Ausfahrt tatsächlich nochmal eine Schule Orcas neben uns aufgetaucht, die uns bestimmt eine Viertelstunde begleitet hat. Das sind einfach fucking Orcas. Alter, guckt euch das mal an, Jungs. Mit Junge. Unglaublich. Hier sind einfach überall Orcas um uns herum. Da. Alter, das glaube ich nicht. Was wir hier erleben, da kann man wirklich für dankbar sein. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Die waren Spaß. So nah am Boot und hier in freier Wildbahn. Es war natürlich ein extrem cooles Erlebnis und hat uns den Abschied aus Norwegen von dieser Etappe leichter gemacht. Wir sind voller Vorfreude nach Schweden gefahren und sind da am Salzstrom vorbeigekommen, wo wir uns natürlich es nicht nehmen lassen haben, da auch noch mal ein paar Würfe zu machen. Das denn, Petri, mit diesem wunderschönen großen Fisch. Geil. Petri. Guck da hin, Wechsen. Was eine Erinnerung an den Salztraum. Was für ein Privileg, dass wir das erleben dürfen. Der Salzstrom war ein voller Erfolg und jetzt ging es weiter zur nächsten Destination. Und jetzt in sich. Also wenn ich mich auf etwas gefreut habe oder beziehungsweise wenn ich das Highlight des Trips vorher hätte definieren müssen, dann wäre es auf jeden Fall dieser Trip gewesen oder diese Destination und das ganze Happening. Wir haben es lange geheim gehalten, was wir heute machen. Wenn ihr euch den Emil anguckt, wie er angezogen ist, dann kann man vielleicht schon drauf kommen, was wir vorhaben. Emil? You are a pilot today, right? Yeah, of course. Hopefully. I hope it's not him. Yeah, I hope so too. Yeah. But I can try too. You can. I think the insurance company will help. Yeah, not just the insurance company, me as well. Yeah. Also, wir fliegen wirklich ins absolute Naturreservoir mit Emil zum Angeln auf Barsch, Hecht und Forelle. Ich bin so nervös. Ich auch. Emil? I put a lot of trust in you. My girlfriend will be mad if we don't arrive at the spot. So please, let's fly safe. Yeah, of course, this is my second time, so it's okay. Anders als ihr, die sich ja extrem auf diesen Helikopterflug gefreut haben, war ich ein bisschen skeptisch. Ich habe so leichte Flugangst. You ever had an accident here? No. There's always the first time. Yeah. Der hat nicht besonders dazu beigetragen, dass ich mich wohler gefühlt habe. Seine Jokes immer. Weiß ich nicht. Ihr habt zwar alle gelacht, ich habe auch aus Höflichkeit mitgelacht, aber wohlgefühlt habe ich mich auf jeden Fall nicht. Ich habe mich einfach nur gefühlt wie im Actionfilm. Es war irgendwie alles surreal. Dieser nagelneue Helikopter da dann mit diesen seitlichen Ladeflächen. Es war einfach geil. Yeah, it's gonna be fun, guys. Hurry up. Ich bin aufgeregt. Uiuiui, jetzt geht's zum Spot, mein Freund. Let's go fishing. Ah, ist das Traum.
guck dir das alleine an. Oh Mann, ey. Das ist echt, also dass wir sowas erleben dürfen, ist wirklich geisteskrank. Wie du sagen würdest, geisterkrank. Geisterkrank, das ist wohl einer der coolsten Momente in meinem Leben. Angeln fahren mit dem Helikopter. Mit mir. Mit dir. Und ein Flo. Flo, unvergesslich. For us it's a crazy experience and we don't see that often in life, so for you, you have this every day. You still see the beauty of this nature? It's not a sensation for me anymore. You know, it's almost like an old marriage or your girlfriend, you know? You still love her, she thinks she's beautiful, but it's not a sensation, you know, like the first time. I show this to your girlfriend. Yeah. Oh, you're right. I mean, nobody's living here, right? Actually, no one lives here. Almost like in Berlin. Yeah, I do. You do? Yeah. It's like 8,000 lakes in this area. 8,000? Yes. So it's several lifetimes of fishing you can do here. Yeah. And most of them hold fish. Du guckst so weit das Auge reicht. Wirklich. Siehst du Wasser, Wälder, Steppen. Du siehst keinen Menschen. Keine von Menschen gemachten Sachen. Kein Haus, keine Mauern, keine Straßen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Es wackelt mehr, aber es sieht wunderschön aus und ich bin richtig nervös, jetzt den ersten Wurf zu machen. Aber was mich noch nervöser macht, ist die Frage, wo landet er das Ding? Hier sind überall Bäume. Das ist, oh, verrückt, ey. Bei der Landung passieren die meisten Unfälle. Nice guys, thank you very much. How we do it in the airplane normally? You know, if you fly to Mallorca, Felix does it a lot, then everybody is doing it in the airplane. Let's go, Wikinger. Let's go. Willkommen in der Wildnis, Dustin. Es ist auf jeden Fall nass. Das ist komplett nass. Und es wird noch viel nasser die nächsten Tage. Ich sag dir eins, hier waren andere genauso unterwegs wie bei der letzten Abendausflug, wenn ich mir so den Boden der Kanus angucke. Oder Kajaks oder was auch immer das ist. Wollen wir sie gleich umdrehen? Nee. Okay. Wir holen erstmal den Staff, glaube ich nicht, dass die das tragen müssen. Guck mal, er rennt die ganze Zeit hier. Bye, man. Thank you. Thank you. Right. Emil. Have a good one. Thanks. Thank you. Too. Emil, thank you. Bye-bye. So, jetzt sind wir auf uns gestellt. Die Jungs verlassen uns. Jetzt mal ohne Spaß, man labert das immer so, aber es ist wirklich ein Privileg, dass wir das machen können. Junge, das ist also wirklich mit dem Helikopter zum Angeln fliegen, das ist so, war nie in Reichweite. Für mich ist an diesem Tag ein absoluter Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich wollte, seit ich denken kann, irgendwann mal mit dem Helikopter zum Angeln fliegen. Und das haben wir an diesem Tag gemacht, gemeinsam. Das war unglaublich. Haust du den Red Bull rein? Scheiße, warmes Bier ist auch eklig. Cheers. Cheers, Brudi. Ich kann es kaum glauben, aber es geht jetzt wirklich los. Endlich gehen wir hier auf unseren Trip. Wir müssen 50 Kilometer zurücklegen. Also wir müssen ordentlich Strecke machen mit dem Kanu in den nächsten 4 Tagen. Und jetzt die nächste Schwierigkeit ist erstmal eine Stromschnelle, ne? Wir starten hier, müssen bis hier runter. Ja. Und ich denke, wir müssen 4, 5 Stromschnellen überqueren. Es wird nicht einfach, wir haben die Kanus ordentlich vollgeladen. Viel mehr als letztes Jahr. Definitiv. Aber komm, ich will nicht lang rumquatschen, ich will jetzt wirklich angeln.
Wir bereiten jetzt noch schnell die GoPros vor und dann beladen wir die Kanus. Und dann geht's auch schon los. Fisch, Fisch! Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Ich bin schon vorgelaufen, weil die Jungs wollten noch was vorbereiten, nur ganz kurz einen Wurf machen. Da ist mir direkt ein wunderschöner Barsch eingestiegen. Zweiter Wurf auf dem Crank, 55 mm. Wahnsinn! Das ging so schnell. Wirklich ganz kurz erst geangelt, zweiter Wurf oder so. Und direkt schöner Barsch eingestiegen. Köder. Unser 50er Crank. Die sind halt schlank hier in Schweden. Aber, also ich würde sagen, der geht an die 40. Und Vicky, ich, die gibt's hier auch. Der hat hier richtig einen abgekriegt. Tschüss, Großer. Dankeschön. Der erste Fisch, der ab North und im glasklaren Wasser. Guck dir das an. Dann ist uns etwas aufgefallen, was den Trip maßgeblich geprägt und beeinflusst hat. In einem der Packsäcke, die wir den Jungs wieder mitgegeben haben, waren nämlich die Rettungssachen drin. Schwimmweste, Seile und so weiter und so fort. Wir standen also da ohne irgendwas. Das ist uns einfach viel zu spät aufgefallen und die Optionen waren jetzt nicht besonders groß. Trip abbrechen, keine Option. Den Heli nochmal anrufen, schwierig mit dem Satellitentelefon und außerdem ein Riesenkostenfaktor. Das heißt, wir sind einfach los und wir haben die Gefahr auch absolut unterschätzt. Wir wussten gar nicht, worauf wir uns einlassen. Wir dachten, wie im letzten Jahr, wir paddeln da durch die Wildnis und gut ist. Endlich! Vicky, jetzt geht's bei so einer Aktion sind wir fast mal ins Wasser gefallen. Boah, ich sitze auf jeden Fall gut. Ich sitze richtig scheiße, weil... Echt? Ja, ich bin halt zu groß, meine Beine sind zu lang. Ja. Komm, wir warten noch auf Flover. Flover, komm rein! Boah, wunderschön, oder, Vicky? Sieht schon mal richtig cool aus hier. Aber? Ich habe ein bisschen Angst vor der Stromschnelle. Ja, ich auch. Das klingt doch irgendwie scheiße. Hier sieht man schon die erste Schwierigkeit, die Flussmündung. Wir probieren mal von hier den ersten Pool zu beangeln, um vielleicht eine Forelle zu fangen. Sollen wir uns da mal reinfahren? Kurz? Da rechts ist nämlich ein bisschen ruhiger. Oder? Ich glaube, wenn wir quer zu den Steinen gedrückt werden, dann sind wir am Arsch bei der Strömung. Oh, okay, warte, warte, nicht so schnell, nicht so schnell. Ah, wir setzen auf. Ah, first cast, Vicky, komm. Let's go. Let's go. Fang ein. Fisch, eine Esche. Grayling. Meine zweite Esche in meinem Leben. Oh! Juhu. Wir haben Sebastian! Geil! Yes! Petri, mein Lieber. Ein wunderschöner Fisch. Guckt euch das an. Toll, oder? Hui! Ich hab's jetzt auf dieser Tour schon echt oft gesagt. Guckt euch das an. Guckt euch das Panorama an. Paradies. Fisch! Die nächste Esche? Ja. Geil. Dustin, du hast vor 5 Sekunden eine Esche zurückgesetzt. Oh, das, oh, die ist schön. Die ist groß und schön. Oh, guckt euch mal die Fahne an. Oh, toller Fisch. Guckt euch das mal an. Wirklich toll. Wisst ihr noch, wie lange ich bei der letzten Tour gebraucht habe, um so einen schönen Fisch zu fangen? Und jetzt 2 in 2 Würfen. Ui! Ah! Yes. Petri, jetzt ist nur die Frage, Vicky. Was essen wir wollen heute Abend was räuchern und vielleicht auch grillen. Ich hatte eigentlich Forellen im ja, ich auch, aber was sagst du denn, Flora? Mach mal das. Forelle, Forelle. Und fangen wir noch eine? Klar. Okay, na dann. Wir haben 5 Kilometer Fluss jetzt vor uns. 5 Kilometer Fluss? Ja. Boah, ist das geil, ey. Let's go. Weiter geht's, Jungs. So, nächster Sport. Vicky, ich mach Crank und du? Blade Runner. Okay. GoPro. Attacke.
glaube, mehr, man muss für Esche mehr in Strom sogar, oder? Kannst du ja tatsächlich gar nicht sagen, ich bin kein Eschenprofi. Aber ich glaube, nach der Tour, ja, Fisch on. Was? Wo? Ah, verloren. Ich habe schon echt überlegt, ob ich einfach mal zum Selektieren einen größeren Crank nehme. Ja, guter Fisch. Boah. Boah, ist die groß. Komm her, lass sie reindriften. Nein, nicht ziehen. Ja. Alter. Heilige Scheiße. Hol mal ein Measure-Tape raus. Alter, ist die groß. Schaut euch diesen riesigen Fisch an. Krass, oder? Mega schöner Fisch, Becky. Unglaublich. Nicht mal 20 Minuten am Angeln und schon für mich ein Fisch des Lebens gefangen. So eine riesige Esche habe ich in meinem Leben noch nie gesehen und erst recht nicht selbst gefangen. Krass. Also wir sind jetzt schon von unseren 5 Kilometern, die wir pro Tag fahren wollen, sind wir jetzt schon ungefähr 25 Meter gekommen. Ja, also der Helikopter hat uns, ja, ich würde sagen 50 Meter entfernt von hier ausgesetzt. Allzu weit sind wir noch nicht gekommen. Und wir sind ausgesetzt worden um 6 und wir haben jetzt 22 Uhr. Wir hinken im Zeitplan mal wieder ein bisschen hinterher. Und dann standen wir vor dieser Stromschnelle und wussten eigentlich nicht, wie kommen wir hier runter. Tragen? Keine Option eigentlich, weil das hätte so lange gedauert. Also blieb nur fahren. Setz dich rein, ich schieb dich raus, ja? Wenn der einzige Stein ist, wo ich draufhämmer, dann verlegst du ihn. Ich habe mich verantwortlich gefühlt. Wir waren zurück im Zeitplan und habe gesagt, wir müssen jetzt weiterkommen. Also uns war einfach nicht klar, wie gefährlich das ganze Unterfangen ist. Ey, das wird geisteskrank. Hast du gut eine Hand? Okay. Schub mich. Los geht's! Okay. Ich hab Angst. Alter Falter! Gekippt! Fuck! Meinst du, der kommt da raus, ja, ne? Ich glaube, der ist schon wieder im Kanu. Hä? Ich glaube, der ist wieder im Kanu. Was? Der ist schon wieder im Kanu. Okay. Oh. Nee, der ist da unten. Hä? Der ist doch nicht im Kanu. Okay. Kam mir vor wie eine absolute Ewigkeit. Ich hatte echt Sorge, dass da was Ernstes passiert ist. Ja.
ich hab's überlebt. Fucking. Ey, ich hab das nicht gut geredet. Alter. Ja. Florian! Ja! Flo! Ja! Ah! 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 Alles gut? Oh. Fuck! So, wir sind schon bei zwei. Fuck! Ja! Jo! Ich hatte tatsächlich richtig Sorge um Flo's Leben. Flo! Dustin hat gerufen, ich habe gar nichts mehr wahrgenommen. Ich wusste auch nicht, aus welcher Richtung es kommt. Orientierungslos komplett, aber ich war so voll Adrenalin. Ich bin einfach durchs Wasser und habe versucht, alles zu greifen, was geht. Flo! Geht's dir gut? Ich hatte Angst um sein Leben. Was ist aber, wenn wir Hilfe rufen müssen? Flo ist gerade mit dem Satellitentelefon gekentert. Wo ist das? Können wir Hilfe rufen? Wie können wir ihm helfen? Das ging alles durch meinen Kopf. Am Anfang, als ich auf diese Stromstelle zugetrieben bin, habe ich gesagt, fuck, was habe ich hier gemacht? Okay, okay, ich habe Angst, ich habe Angst. Aber man kommt halt nicht mehr raus aus der Nummer. Du musst durchziehen. Und ich bin dann rein, hab den ersten Hügel genommen, da ging's noch, da kam ein bisschen Wasser rein, den zweiten auf einmal noch mehr Wasser rein und beim dritten Mal kam so viel Wasser rein, dass das Kanu einfach unter mir weggesunken ist. Und auf einmal poppen quasi alle Sachen, die um mich im Kanu rum waren, neben mir auf. Es war wie in einem Rollercoaster, es hat sich alles gedreht und kann mich aber ehrlich gesagt an den unteren Teil kaum noch erinnern. Ich war so voll Adrenalin. Ah, könnt ihr die Pelzes nehmen? Die kann nicht mehr gehalten. Das Essen. Mach vorsichtig. Diesen emotionalen Moment der Wiedervereinigung konnte man eigentlich nicht genießen, weil man wusste, je mehr Zeit man sich jetzt lässt, desto weiter treiben unsere ganzen wichtigen Sachen einfach weg. Wir haben dich so lange Zeit nicht gesehen. Fuck, ich bin geschwommen nachher. Glaubst du? Alle mit daher. Wo ist die Main Camera? Ist der Trip vorbei? Das ging mir in dem Moment wirklich durch den Kopf, weil das ganze Equipment war in diesen Kameracases drin. Eigentlich alles, was essentiell war, um dieses Abenteuer zu filmen. Das sieht gut aus, Jungs. Ja, gleich wieder zu. Eine Kamera haben wir. Gib die Nummer. Wo ist dein Laptop? Ey, der grüne Bag ist da hinten, ne? Du hast dich auch verletzt, ne? Du hast Adrenalin und so, aber deine Arme und so sind kaputt. Und deine Beine weiß ich nicht, aber Arme auf jeden Fall. Beine auf jeden Fall, weil ich bin die ganze Zeit in die Steine geflogen. Okay. Wir müssen jetzt da runter alles aufsammeln. Wo ist denn dein Kranz? Weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich der Kuppenberg. Wartest du hier? Ich hol's Kanu. Während die Jungs direkt wieder in den Fluss gesprungen sind und die ganzen Sachen eingesammelt haben, habe ich erstmal versucht, Flo's Kanu zu bergen. Ich war am Kanu, hab da dran rumgezerrt und alles. Es war zwischen den Steinen geklemmt. Ich hatte keine Chance. Fuck! Ich kann's nicht umdrehen. Ist zu schwer.
No fucking chance. Ich lasse es zurück. Ich hole unser Kanu. Ich habe gerade eben versucht, Flo's Kanu aus der Strömung zu holen. Ich hab's da hinten gefunden. Aber keine Chance. Ich hab's über 10 Minuten versucht. Aber die Wassermengen, die Wassermassen sind einfach viel zu stark. Während ich da hochgerannt bin, habe ich mir ganz halt im Kopf überlegt, wie bringe ich dieses Kanu da runter? Und aus irgendeinem Grund habe ich dann einfach angefangen und es hat einfach funktioniert. Ich habe nicht mehr drüber nachgedacht, ich habe funktioniert und habe das Ding dann Stück für Stück da runtergebracht. Das hat auch bestimmt 1,5 Stunden gedauert, aber schlussendlich habe ich es dann irgendwie sicher runterbekommen. Hat Flo was Schmerzen an den Beinen? Nee, ich habe da nicht, aber die sehen echt nicht gut aus. Ich brauche jetzt erstmal etwas Süßes zu trinken, einen Schluck und eine Kippe. Oh. Maschine? Ja. Beckinger? Das war eine Nummer. Zu viel. Ja. Ich hatte echt zwischenzeitlich Angst um dich, Flo. Ich hatte zwischenzeitlich echt Angst um Flo. Ich auch. Oh, fuck. Wo ist das Mückentor? Weißt du, wo deins ist, oder? Ja, in meiner Bauchtasche. Hast du auch Krämpfe bekommen? Während Vecki Kanus geholt haben, sind wir erstmal 2 Kilometer den Strom hier runter. Und das war unfassbar anstrengend. Also wir sind in diesen Fluss wieder rein, keine Ahnung, 8 Grad, 10 Grad Wassertemperatur. Wir haben Krämpfe bekommen in den Beinen. Ich weiß noch, ich habe gedacht, ich saufe hier nachher ab. Mein Herz ist fast geplatzt irgendwann. Wir waren nur am Schwimmen, nur hinterher. Wir haben schon wieder in der Ferne die nächste Stromschnelle gesehen. Und was man nicht vergessen darf, in unserem Zeitplan hat es uns wieder absolut zurückgeworfen. Wir haben 4-5 Stunden dadurch verloren. Und es war wieder mitten in der Nacht. Wir waren einfach wieder einmal am Ende. Das war eigentlich nicht lustig. Das war eine grenzwertige Erfahrung, muss man sagen. Flo hat sich auch echt die Beine verletzt. Und wir hatten alle Panik, dass irgendwas passiert. Jetzt hatten wir Glück. Wir haben über Stunden die Sachen zusammengesucht, Kanus gerettet. Und hatten echt Glück im Unglück. Aber jetzt müssen wir uns erstmal aufwärmen, alles zusammensuchen und gucken, dass wir den Trip hier irgendwie weiterführen können. Aber das Wichtigste, und da hatte ich echt Sorge, ist, dass Flora nichts passiert ist. Wir sind alle hier. Ich halte immer noch die Kamera. Du hältst immer noch die Kamera. Komplett abgesoffen. Einige Sachen wie die ganzen Haferflocken und die Sachen, die wir eigentlich trocken mitgenommen haben, sind alle im Arsch, unser Thermazell. Hoffentlich trocknet das wieder. Der Trip hat so gut begonnen. Oh. Und immer noch, wir sind hier in dem krassesten Revier ever. Aber man merkt auch, so schnell kann es gehen. Man muss echt immer aufpassen, vor allem wenn man hier so ganz alleine auf sich gestellt ist. Wir haben Gott sei Dank das Satellitentelefon direkt wiedergefunden. Wenn wirklich was Schlimmeres passiert wäre, hätten wir Hilfe holen können. So, jetzt glaube ich, machen wir erstmal alles trocken, sortieren alles neu, packen alles neu und dann machen wir einen Plan, wie wir die ganze Nummer hier zu Ende bringen können. Positiv und mit gutem Content für euch. Da liegt auch was. Der sieht aber feucht aus. Schau mal da. Da ist doch ein großes Stück. Ja, es hat aber das. Morsch? Ja, ist so stumpf. Ich meine, können wir. Bringt was, aber so einen richtigen Brennwert hat das nicht, glaube ich. Warte mal, der ist noch. Vielleicht. Der ist doch hier auch abgebrochen. Okay. Wird nichts.
Das kommt doch nicht in die Folge, wie ich mich hier zum Löffel mache. Zum Löffel? Zum Eimer. Du brauchst du nicht filmen, Flobber. Das kommt wirklich nicht in die Folge. Dustin hat gerade das Feuer angemacht. Jetzt können wir hier die Sachen Stück für Stück trocknen, damit wir morgen hoffentlich wieder mit einigermaßen trockenen Klamotten in den Tag starten können. So, Dustin, jetzt gehen wir doch aufs Kanu. Ist ja nicht so schlimm, ist ja erst 16:30. Genug gebadet heute. Haben wir leider gar nicht auf Kamera, ne? Wie wir im Wasser waren. Na, ich habe euch aus der Ferne vielleicht nur mit der GoPro drauf. Wie wir geschwommen sind? Ja, aber ich weiß nicht. Ungelogen, wir sind geschwommen. Also Flo war ja noch viel mehr. Von mindestens 1,5 Kilometer. Krass. Vicky? Der Rückweg ist schwerer. Kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, aber es ist doch eh nicht drin. Toter Tümpel. Schlechtesten Seepart gestrandet, den es gibt. Ich glaube, da vorne über den dicken Felsen da wird es wieder gut. Wollen wir irgendwo hinpaddeln? Ja, komm. Wohin, aber. Alter Experte, du. Ich mach mal den Wikinger. Guck mal, da vorne ist ein GoPro halt auf dem Kanu. Ja, den habe ich da hingemacht. Ach du? Mhm. Als ich's Kanu getragen hab. Ja, ein wenig schlau gewesen. Oh, da steht ein Meterhecht. Alter. Hast du nicht gesehen? Nee. Ja, du als erstes in das Meter. Wenn der jetzt beißt, das wäre so krass. Fisch! Krass. Denkst du, das ist er? Ja. Das ist er, hundertprozentig ist er das. Alter, Dustin hat gerade hier beim Vorbeifahren einen Riesenhecht am Grund stehen sehen. Erster Wurf. Und der Fisch hängt. Wir haben jetzt genau 4.32 Uhr. Oh, das ist ein Meterfisch. Der ist so groß. Ja, guck mal. Alter, der zieht wirklich unser Kanu hier rum. Ja. Zum Glück hast du das Stroff Niti drauf. Ja. Niti ist immer Beste. Ist klein, fein. Denkst du, kriegen wir den Kescher rein? Niemals. Glaube ich nicht. Er hat echt. Also. Ich sag, es war zwischen 90 und einem Meter. Ich stell mir vor, wir fangen jetzt am. Boah! Das ist ein guter Meter. Das ist 1,05 Meter. Oder? Der hat auf jeden Fall über einen Meter. Ey, kannst du uns ranpaddeln? Weil das ist ja echt ein sehr großer Fisch. Warte mal, nee, so doll dagegen. Wir fahren jetzt ans Ufer. Ja, der Fisch ist zu groß, ne? Das ist zu groß, um den jetzt hier vom Kanu zu landen. Oh. Locker ein Meter Fisch. Ich würde sagen, der hat vielleicht sogar 1,10 Meter. Ein traumhafter Fisch. Oh, mal gucken, ob ich ihn jetzt hier in die Kieme bekomme. Oh, der hat locker 1,10 Meter. Guckt euch dieses Vieh an. Das ist der Forellenfresser hier. Wahnsinnsfisch. Boah, den haken wir schnell ab. Und dann darf er in sein Element zurück. So. Da ist er. Crank. 65 mm in S10. Eine meiner liebsten Farben. Und das Monster hier darf jetzt zurück in sein Element. Sehr happy und unglaublich dankbar auch, dass wir hier sein dürfen und das erleben dürfen. Vor allem nach der Aktion heute bin ich umso glücklicher, dass wir so ein Happy End jetzt haben. Boah, was für ein wunderschöner Fisch. Richtig toll. Ich habe genug geangelt jetzt. Wenn wir eine Sache auf dieser Tour schon gelernt haben, dann wie sehr die Stimmung sich in kürzester Zeit ändern kann. Wir waren wieder am Tiefpunkt
Und nach diesem Fisch war alles wieder gut. Wir hatten so viel Hoffnung für die nächsten Tage und sind dann tatsächlich auch sehr zufrieden ins Bett gegangen, haben geschlafen wie die Babys. Doch am nächsten Tag, da hat schon die nächste Challenge auf uns gewartet. Heute steht eine Multispecies-Challenge an und ihr müsst folgende Aufgabe meistern. Fangt im Team eine Forelle über 30, hatten wir gestern nicht, scheiße, eine Esche über 35, ein Hecht über 80 und einen Barsch über 35. Boah, tough. Für diese Challenge habt ihr 8 Stunden Zeit. Passt auf euch auf. Ja, du auch. Nicht nur wir, Flo, sondern auch du. Und Petri Heil, euer euch liebender Flo. Gut, da habe ich ein bisschen was dazu gedichtet, aber okay, let's go. Das habe ich gestern gefunden, als wir hier durch den Teich geschwommen sind und alle Sachen eingesammelt haben. Lag das da einfach am Ufer im Wasser, habe ich eingesteckt, vorgeschnallt und ja, das bringt uns Glück. Das wacht über uns quasi, Flova. Jetzt kann dir heute kann nichts passieren. Die nächste Stromschnelle nimmst du wieder, weil das Ding haben wir dabei. Genau. So, das denn. Rein mit dem Ding. Rein da ist mit da schon dem Moped. Viel Wasser drin. Wackelson. Los geht's, los, los. Setz dich rein. Nicht hinfallen, Wacky. Ich versuche aufzupassen. Schön, ich sitze. Nass, schön nass am Arsch, oder? Ja. Oh. Nicht schon wieder nasse Füße, bitte. Ah, Ruder haben wir dabei. Chef, hier, Ihr Ruder. Danke. Ah. Los geht die nasse Fahrt. Ist das schön, das Wetter. Ah. Wir brauchen gar nicht paddeln, so machen wir auch die 10 Kilometer. So, komm rein, wir wollen los. So. Becky, hier nochmal probieren. Auch sehr flach. Ja, die Kante, wo wir eben waren, wo der Fluss rauskam, die war schon nicht so schlecht. Hier kann ich nicht mit angeln. Alter, sind eure Schuhe auch so komplett durch? Die Socken, alles. Einfach, da steht Wasser drin. Ja, bei mir auch. Oh, fuck, ist das eklig. Alter, in meiner Jacke ist Regenwasser schon. Dieser Moment war einfach wieder fies. Nass bis auf die Unterhose, Dauerregen. Fische haben nicht mitgespielt. Wir sind so happy ins Zelt gegangen am Abend zuvor, um einfach danach am nächsten Tag direkt wieder aufs Maul zu bekommen. Das Wetter ist absolute Höchststrafe. Wir sind mittlerweile alle bis auf die Unterhose nass. Und egal, wo man hinschaut, einfach nur dunkler Himmel. Ich glaube, da müssen wir heute noch ein paar Stunden durch. Am Beißinferno ist das hier noch nicht. Komm, wir fahren weiter, oder? Ja. Ja, das denn noch sieht das nicht so gut mit unserer Challenge aus. Na, bis jetzt 0 von 4. Wenigstens wird der Regen etwas stärker. Ja. Und guck mal, was da vor uns auf uns zukommt. Stimmung ist am Tiefpunkt. Ich bin bis aufs T-Shirt durchgenässt, müde, mir ist kalt, aber ich habe Hunger. Jetzt kommt gleich die Stromschnelle, das wird noch mal kräftezehrend. Oh ja, hab ich gar keinen Bock drauf. Aber Flo hat gesagt, er fährt kurz vor und guckt, wie es so geht. Genau. Das beschreibt einfach alles, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass das sich mit den Eschen heute so schwierig gestaltet. Gestern ging das so einfach und heute. Fisch an! Großer? Oh, Bachforelle, eine schöne. Nee, Esche. Hier. Dankeschön. Ja, endlich hat's mit der Esche geklappt. Der erste Wertungsfisch für mich heute. Gleich eine richtig schöne. Ich messe die erstmal, bevor ich sie euch präsentiere. Oh, die ist. Was war nochmal das? Das Ziel war 35. Ah, die hat locker. Brauchst du gar nicht. 45 hat die. Und die hat. Na komm. Gute 45. Ein wunderschöner Fisch.
Und endlich, der erste Punkt unserer Challenge ist somit abgehakt. Wir konnten den ersten Fisch unserer Challenge abhaken, die Esche. Ja, das war krass, weil wir haben Stunden geangelt und dachten schon wieder, okay, nächste Folge am Scheitern. Eigentlich haben wir es uns mal wieder leichter vorgestellt. Ja. Wie viel ist auf dieser Tour? Ey, ich will nicht mehr, Jungs. Was halt gut ist, dass uns jetzt ein bisschen warm wird, wenn wir da das Ding abseilen. Was mit deinem Kanu? Das hält hier nicht alleine, komm. Ja, wir müssen jetzt da ein bisschen über das Flache ziehen. Boah, Alter, hast du das gesehen? Nein. Ein Monsterhecht hatte diese Esche im Mund. Ich habe nur irgendwas gehört, ich habe nach unten geschaut gerade. Das war so ein Hecht, der die Esche im Mund hatte. Monsterhecht, da war, glaube ich, der Wunsch Vater des Gedanken. Wie groß war der? 70, 75? Egal. Es war wieder eine kleine Motivation, ein kleiner Adrenalinkick nach den Strapazen da während des Abseilens. Nicht so schlecht. Dankeschön. Jetzt habe ich auch nasse Füße. Fisch an! Forelle? Weiß ich nicht. Boah! Jetzt ist ein Hecht drauf. Ich habe hier gerade eine Forelle drauf und jetzt ist ein Hecht drauf geschossen. Oh mein Gott. Der Hecht ist immer noch drauf und hat die Forelle quer im Mund. Oh mein Gott, ich habe sowas schon auf Videos gesehen, aber selbst habe ich das noch nicht erlebt. Nein! Schaut euch das an. Die ganze Esche ist zerfetzt. Ach du Scheiße. Also ich bin so erschrocken, als auf einmal dieser Hecht von der Seite draufgesprungen ist. Der Hecht hat die komplett quer im Mund gehabt und hat nicht losgelassen. Ich habe den jetzt bestimmt 30 Sekunden lang gedrillt. Die kommt zurück ins... Ins Ökosystem. Ins Ökosystem. Die holt sich safe irgendeinen Hecht. Platz machen, Platz machen. Jetzt haben wir eine der schlimmsten Stellen hier an der Stromschnelle erreicht. Und hier müssen wir selbst beim Abseilen aufpassen, dass wir das Kanu nicht umlegen. Zum Arsch und dann rüber drücken. Den rüber? Ja, voll, guck mal, das läuft alles rein schon. Fuck. Wisst ihr, warum man auch so scheiße drauf ist jetzt? Weil jetzt ist wirklich dunkel. So ist nicht hell wie gestern, war es hell die ganze Zeit. Es gibt so Situationen, in denen man realisiert, dass man am Arsch ist. Und genau so eine Situation war das. Die Jungs von Fiskeflug, also die Jungs, die uns abholen wollten mit dem Helikopter. Wo sollen die uns abholen, wenn wir es nicht zum Abholort schaffen? Alter, das wird geisterkrank. Guck mal. Ja, was? Ich weiß nicht, wie wir das da schaffen sollen. Guck mal, Becky. Da, okay, aber hier? Weil hier rein sieht schon sehr gefährlich aus, findest du nicht? Und dann links hier. Dann zieh mal deins auf Seite, wir machen, fangen hier mit an, mit Floß an. Ja, Achtung, 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 Seil kommt. Nimmst du das Seil? Ja. Wo ist der Stein? Direkt gerade drunter. Welche Richtung muss ich vorbei? Also du bist mittig drauf. Gefährlich ist nur, wenn das Kanu dagegen gedrückt wird. Gib mir eine Anweisung. Du bist mittig drauf. Keine Ahnung. Bedeutet, zurückziehen, du musst eine Anweisung. Ich sehe nichts von hier. Scheiße, Alter. Nee. Fuck. Nee, nee, nee. Sag, jetzt sei bereit, bitte.
Gib mir Schnur, gib mir Schnur. Also richtig jetzt hier wegschubsen. Nach links drücken möchten. So. Ja. Okay. Und Achtung. Los. Flo's Kanu ist unten. Jetzt müssen wir auch noch unser Kanu das letzte Stück hier runterbringen und dann haben wir es endlich geschafft. Wenn wir uns nicht irren, war das auch die letzte Stromschnelle. 3 Stunden hat uns das gekostet. Ich hätte mir schöner das nachts um 1 Uhr vorstellen können. Ich glaube, solche Strapazen haben sich wenige Angler bisher angetan. Ja. Das ist schon hardcore. Also. Aber ey, es ist doch geil. Und da erzählen wir in einem Jahr noch von. Oder vielleicht in 10. Das auch. Memories. Erinnerungen schafft man. Mann, ist das cheesy, aber es stimmt. Ah, hast du gesehen? Boah. Da wieder. Boah. Gut aus, oder? Jetzt ist mir beim Topwaterfischen endlich ein großer Fisch eingestiegen. Kein Monster. Aber einer für die Challenge. Er könnte die gewünschten 80 cm haben, der hängt ganz spitz. Schaffst du das weg hier, was Hilfe? Ich hoffe erst, dass der sich nicht löst. Komm, Weckinger. Hast du? Jetzt ja. Jawohl. Hier feinst säuberlich ins Forellennetz eingetütet. Der hoffentlich 80 cm große Hecht. Hoffe ich auch, ey. Ein für die Challenge. Er könnte es haben. Er könnte es haben. Damit könnten wir unserer Challenge näher kommen. Boah, das ist hier gar nicht so einfach zu messen. Boah. Flo, was sagst du? Ist drüber, Wecki. Ist zwar ein bisschen gefaltet, das Ding, aber ist deutlich auch drüber. Auch wenn du gerade 85 hat er, schätze ich mal. Ja, geil, Wecki, aber der einzige Wermutstropfen ist, dass das nichts fürs Abendessen ist. Sonst mega. Jetzt noch Barsch und Forelle. Richtig schöner, kampfstarker Lappländer. Geil. Der Kollege darf gleich zurück und dann wird weiter aufs Abendessen geangelt, denn wir haben echt Hunger. Ihr habt das, glaube ich, immer nicht so richtig auf dem Schirm, wie viel Uhr es ist bei uns. Aber wir haben schon wieder mitten in der Nacht. Boah, was für ein schöner Fisch. Und weg mit dir. Sehr schön. Schöner Topwater, Hecht um 2.14 Uhr, mitten in der Nacht. Okay, cool. Dann lass uns jetzt Barsch und Forelle angeln. Oder Escher, egal. Hauptsache, wir kriegen was zu essen und dann Abmarsch. Im größten Notfall gibt's einen Hecht. Boah. Bringt nichts, nur übers Essen zu reden. Wir müssen erstmal das Essen fangen. Leute, wir haben ein Problem. Eigentlich haben wir gedacht, dass die Stromschnelle gerade eben die letzte war. Aber nachdem der See irgendwie ganz anders aussah als erwartet, haben wir noch mal kurz die Karte gecheckt und haben gemerkt, wir sind leider noch nicht so weit, wie wir eigentlich gedacht haben. Sprich, wir haben noch eine Stromschnelle vor uns, und zwar die längste von allen. So, komm, Becky. Einen Barsch noch. Ich wünschte jetzt so einen richtig schön gebauten 38er. Barsch! Barsch? Ja! Den brauchen wir. Siehst du, da ist er. Vor allem, hätte der. Der hätte die Mindestsize gehabt. Oh Mann! Bah, bis. Fisch! Fisch? Barsch! Bah, hoffentlich ist das endlich. Oh ja, Mist, der ist lang. Und rein damit. Der Moment der Wahrheit. Ist das der nächste Punkt für unsere Challenge? Leute, das sind. Jawohl, Becky! Das sind Fisch hier. Knapp über 35. Endlich. Boah, mega. Ja. Ein wunderschöner Fisch. Damit hatten wir fast alle Fische abgehakt. Hecht, Barsch, Esche.
fehlte nur noch die Forelle. Haben wir uns ein bisschen schwer mitgetan, aber dann kam der ersehnte Biss. Ich hab einen. Boah, die war hell. Entweder, das ist, glaube ich, eine Bachforelle, das denn. Ich kann ihn nicht halten, das ist eine Bachforelle. Gegen den Ast. Fuck, sorry. Ey, aber wir müssen uns hier irgendwie erstmal sichern. Sichern, Becky. Fuck, wir dürfen nicht in die Stromschnelle. Ja, ist gut. Ich kann hier gar keinen Druck machen. Kann ich nicht halten, das ist eine Bachforelle, eine große. Also entweder das ist ein Hecht weil, oder eine Bachforelle, ich habe was Helles gesehen. Eine Bachforelle, glaube ich, ziemlich sicher. Wenn das jetzt noch die Bachforelle ist, das wäre so krass, dann hätten wir echt diese... Oh, fuck. Wir dürfen hier ich kann nicht halten. Ich auch nicht, wirklich. Alter, scheiße, rüber, Becky, rüber. Achtung, da kommen Steine. Ja, rüber. Rüber, hier rein. Hier rechts, rüber. Fuck. Hier rein, Becky, hier rein. Fuck. Das bringt nichts. Fuck. Es sieht aus, als würde ich selbst aussteigen aus dem Ding. Im Nachhinein sieht es zwar so ein bisschen aus, aber für mich war das eine absolute Notfall-Paniksituation. Ja, ich hab gedacht, Panik, weil du dachtest, du gehst auch nicht über Bord. Du kannst es ja auch nicht direkt in der ersten Sekunde einschätzen. Du bist auf einmal aus dem Kanu geflogen, ich habe auch das Gleichgewicht verloren. Das Kanu hat an Fahrt aufgenommen. Es war... Ja, es war krass. Und krass war auch, dass wir dabei eine Sache verloren haben. Eine wichtige, extrem wichtige Sache. Ein Packsack war weg. Ich lauf mal hinterher, ich guck, vielleicht finde ich den, ja? Nachdem Dustin wieder am Ufer war, bin ich direkt hinterher und habe versucht, den Packsack zu finden. Bin durch den Wald gerannt, entlang der Stromstelle. Ich war dann wirklich, ich war bedient. Ich wollte nicht mehr. Ich hatte auf nichts mehr Lust. Ne? Meine Unterhose war nass. Alle meine Sachen waren nass. Also es gab nichts Trockenes mehr an mir, in meinen Packsäcken, nichts. Da hätte Flo jetzt auch nicht mit der Kamera kommen sollen. Unabhängig davon, dass ich absolut gereizt war, waren wir auch am Ende. Wir waren leer. Da war kein Platz mehr, um irgendwas zu filmen. Wir konnten einfach nicht mehr. Und obendrauf hat dann wieder der Starkregen begonnen. Zwei Stunden Regen, ununterbrochen. Und jetzt sind wir nach ungefähr einer Stunde auf der Suche nach einem geeigneten Campingplatz. Wir haben nichts gefunden. Wir haben ewig gesucht und irgendwann haben Dustin und ich uns ausgeklinkt, weil ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir waren irgendwie so demotiviert, wir waren wie gelähmt. Wir hatten einfach keinen Bock mehr, wollten nichts mehr machen. Ihr wart einfach komplett am Arsch und ich musste dann allein auf Suche gehen. Das Problem ist, den See, den wir hier erreicht haben, hat sehr sumpfige Ufer. Und die sind überhaupt nicht ideal, um da ein Camp aufzubauen. Und wir versuchen jetzt irgendwie was zu finden, was ein bisschen erhöht liegt, mit festem Untergrund, dass wir unsere Zelte aufbauen können und vielleicht sogar ein Feuer machen können. Aber das wird wahrscheinlich eine schwierige Angelegenheit. Hier könnte man theoretisch was aufbauen. Der Hintergrund ist relativ gerade. Geil ist das nicht. Auf Angeln hatten wir gar keinen Bock mehr. Es war auch, da war gar nicht dran zu denken. Ne? Wir mussten erstmal andere Probleme lösen. Wie kriegen wir die Klamotten trocken? Also Feuer machen und die Klamotten aufhängen, aber bringt am Ende auch nichts. Es war weiterhin absoluter Dauerregen. Wir suchen gerade gemeinsam alle Feuerholz. Dustin meint, er kriegt trotz Starkregen Feuer an. Das hier sieht doch nicht schlecht aus, oder? Ich hoffe, dass das Zeug irgendwie Feuer fängt, aber ich bin tatsächlich nicht so zuversichtlich. Noch. So Nadelholz, das Harz drin. Bringen wir mal zu Dustin, vielleicht reicht das schon. Wir haben schnell Holz gesucht, um Feuer zu machen. Boah, es ist so kalt, wir sind seit 2-3 Stunden eingeregnet. Und zwar richtig hart, bis auf die Unterhosen nass. Gar keine trockenen Klamotten habe ich mehr.
Es ist mittlerweile gleich 7. Wir wollten mindestens seit 500 schlafen. Ich glaube, das ist mit das Härteste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Das kommt aber, oder? Der Hürdenrinde kommt immer. Aber so richtig, kann man sagen, man merkt schon, dass alles sehr nass ist. Ich verstehe bis heute zwar nicht wie, aber Dustin hat unter den beschissensten Bedingungen irgendwie da ein Feuer anbekommen. Wir haben einfach gleich 7 Uhr in der Früh. Wie in so einem Ghetto. Man sieht's, ich bin so durch. Ich stand gerade ein bisschen an Feuer, wie mein ganzer Körper dampft. Schau mal unsere Hände an. Die Weichen, die lösen sich bald auf. Das habe ich echt am Ende. Noch nicht mal immer. Hast du schon mal sowas? Nee. Das war wirklich die härteste Nacht meines Lebens. Ja, das vielleicht nicht. Echt? Welche war denn härter? Einige Suffabende kann ich mich schon erinnern, die härter waren. Ja, aber die waren nicht so aussichtslos. Jetzt Zelt aufbauen. Und ich weiß nicht, ob es schon erwähnt wurde, aber wir haben unsere Schlafsäcke, unsere Kopfkissen, alles verloren. Das heißt, boah, wir müssen ja so im Zelt schlafen. Mal gucken, wie wir das hinkriegen heute Nacht. Beziehungsweise, was heißt heute Nacht? Ist es 7 Uhr. Wechseln, wie ist die Stimmung? Scheiße, wir haben unseren wichtigsten Packsack in der Stromschnelle verloren. Und haben ihn auch nicht mehr gefunden. Sprich, ich darf heute Nacht ohne Isomatte, ohne Schlafsack, ohne Kissen schlafen. Dustin hat zum Glück noch seine Isomatte, aber viel mehr ist ihm auch nicht geblieben. Soll ich noch mehr Holz machen? Eigentlich schon, ne? So. Ich sage, wir schlagen jetzt für die Zelte auf, oder? So wechseln. Zelt aufbauen. Mittlerweile war es schon wieder 8 Uhr morgens. Wir haben schnell die Zelte aufgebaut. Ja, und wir standen im absoluten Dauerregen. Wir waren durch bis auf die Unterhose, 10 Grad. Während die Jungs die Zelte aufgebaut haben, habe ich hier so eine kleine Konstruktion aus Bäumen gebaut, als Wäscheleine. Wie viel das bringt, ist fraglich, weil es regnet total krass und wir sind echt durch. Mittlerweile ist es 8 Uhr morgens, 5 nach 8 und wir müssen uns jetzt einfach mal hinlegen, um ein bisschen Schlaf zu bekommen. Wir wussten, die Nacht wird die absolute Hölle. Und zwar nicht nur, weil es regnet und wir nass sind, sondern wir hatten keinen Schlafsack. Du hattest nicht mal eine Isomatte. Wenn man sich wenigstens ausziehen kann, in einen trockenen Schlafsack gehen kann, okay. Aber so war einfach klar, die Nacht wird richtig beschissen. So Leute, so sieht's hier aus. Chaos, alles unter Wasser. Oh, ist die Hölle. Ich bin nass und es ist arschkalt. So kalt. Oh. Wir haben alles geteilt, beziehungsweise Flo hat alles geteilt. Ich hatte eine Isomatte, Vicky hat von Flo eine Isomatte bekommen und Flo hat in einem nassen Schlafsack gepennt. Ja, die Nacht war trotzdem die Hölle. Ich hatte ein nasses Mikrofaserhandtuch, mit dem ich mich zugedeckt habe. Im Zelt hat sich die Feuchtigkeit gesammelt, alles war klamm. Ja, es war wohl eine der härtesten Nächte in meinem Leben. Alles nass hier drin. Überall Feuchtigkeit raus. Fuck.
Morning. Oh, guten Morgen, Flo. Boah, die Nacht war so scheiße. Es war so bitterkalt und unbequem. Ich hab mir für die letzte Stunde jetzt Florians nassen Schlafsack geliehen, weil ich so gefroren hab heute Nacht. Ich hab nur noch ein trockenes T-Shirt gehabt. Der Rest war nass. Hab dich nach einem Pullover angebettelt, aber du hattest auch nichts, ne? Trockenes mehr. Das haben wir uns alles anders vorgestellt, würde ich sagen. Das war, glaube ich, die härteste Nacht in meinem Leben. So eine Scheiße. Oh. Oh, Mann, das hat Feuer gemacht. Oh. Oh, Wärme. Schnell. Warum aber ins Feuer? Gut siehst du aus. Klingt ironisch. Der nächste Morgen ist eigentlich relativ positiv gestartet. Florian hat ein Feuer gemacht, es war warm. Es hat aufgehört zu regnen und wir dachten, ey, heute gehen wir noch mal angeln. Eine Stunde später dann die Ernüchterung. Es hat wieder angefangen, richtig in Strömen zu regnen. Oh, nach einer Nacht wie dieser, wo man total durchgenässt ist, braucht man ein paar Highlights. Und wir haben hier unser Highlight, unseren Scotty-Grill. Es gibt Barsch mit Kartoffeln. Ich habe den aufgebaut. Becky kümmert sich jetzt gleich darum, das Essen zuzubereiten. Das Schöne ist auch, von Scotty gibt es immer so Boxen dazu, die man dann auch benutzen kann, um zum Beispiel jetzt hier Bratkartoffeln drin zu machen und so weiter. Und dann ist man echt richtig, richtig gut aufgestellt. Darauf freue ich mich. Becky, leg los, der Grill ist heiß. So, Dustin hat den Grill aufgebaut. Ich kümmere mich ums Essen. Ihr wisst alle, ich bin passionierter Hobbykoch. Umso mehr freue ich mich, euch unter diesen tollen Bedingungen hier in meiner Outdoor-Küche begrüßen zu dürfen. Es gibt Bratkartoffeln mit frisch gefangenem Barsch. Haben wir gestern Abend gefangen. Das sieht aber lecker aus, Becky. Ja, willst du eine probieren? Logisch. Nimm die kleine hier. Es war nur ein Spaß, die soll man nicht roh essen. Ja, na gut. Na? Kohlrabi. Mm-mm. Probier mal. Mama hat immer gesagt, ich soll die nicht roh essen. Mama hat das gesagt. Okay, Becky. Sieht super aus. Ich kümmere mich weiter ums Feuer, dass das in dem Regen jetzt nicht ausgeht, okay? Ich bin echt kein spiritueller Mensch, also wirklich nicht. Aber dieser Ort, an dem wir waren, der hatte eine schlechte Energie. Und das ging nicht nur mir so, das ging Becky so, das ging Flo so. Irgendwie war es komisch. Und dann war ich halt unterwegs und hab Feuerholz gesucht. Und im Nirgendwo, wo nix ist, keine Menschen, nix, finde ich ein Dreirad. So ein richtig altes Dreirad wie aus einem Horrorfilm. Jungs, Becky. Guck mal, was ich hier im Wald gefunden habe. Und nix ist. Was ist denn das jetzt her? Ich würde sagen, das ist der perfekte Start für einen Horrorfilm. Boah, ist das creepy. Nix beim Holzsammeln. Hier ist nix weit und breit und da steht sowas. Wie heißt der Horrorfilm? Saw? Ja, genau. Saw fährt auf so einem kleinen Fahrrad an. Fuck. Oh, freu ich mich jetzt auf den Fisch. Oh, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Auf der einen Seite will man jetzt, sagt man, ey, man will hier raus. Auf der anderen Seite sagt man, das Revier ist so traumhaft schön. Und wir haben es gar nicht geschafft, es komplett zu erschließen, so wie wir es eigentlich wollten. Naja, mal gucken. Wie gesagt, ich hoffe, wir haben Glück, dass morgen das Wetter ein bisschen besser ist. Und wir wenigstens noch einen schönen Tag erleben können. Dustin, Essen! Okay, der absolute Test, Becky. Geil. So, endlich. Nach einer harten Kochsession im Regen. Endlich das Ergebnis. Es regnet so doll. Wir müssen jetzt die Kamera wegpacken. Wenn wir noch mal rausgehen, melden wir uns. Flo und Dustin sind raus zum Angeln, aber das war für mich absolut keine Option. Ich war am Ende. Ich hatte keine Kraft. Ich hatte keinen Antrieb mehr. Bin einfach nicht aus diesem Zelt gekommen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass das so schnell nicht passiert. Aber man steht am krassesten Angelspot Europas. Und man will eigentlich nur noch weg. Als Angler, als Vollblutangler, der alles macht und dem alles egal ist, jedes Wetter. Trotzdem ist man so am Ende, dass man sagt, weg,
so schnell es geht. Ey, ich höre ein Heli. Ja, ab, zurück, zurück. Man glaubt gar nicht, was dieses Geräusch von dem Helikopter mit uns gemacht hat. Absolute Euphorie, weil es gab so viele Unsicherheitsfaktoren. Findet er uns überhaupt? Kann der da landen? Und als der dann da war, absolute Erleichterung. Oh, da kommt der Heli, ich höre ihn. Eigentlich wollten wir noch angeln und er wollte uns Bescheid sagen über unser Satellitentelefon. Hat aber nicht gemacht, deswegen ganz schnell zurück, Zelt abbauen und los zum Lieblingsspot. Und die Stimmung ist sofort geswitcht. Von absolut down zu, ja, wir waren einfach wieder motiviert. Wir haben einen Ausweg gesehen. Wir wussten, es geht jetzt hier raus. 2 Stunden später als geplant. Er konnte leider nicht früher fliegen, weil das Wetter so schlecht war. Aber jetzt kommen wir nach Hause und schaffen unseren Flug. Wir hoffen es mal. Wir sind auf jeden Fall froh, dass Emil hier ist. Hallo Emil. Hello. Cold. Cold, wet. Hey, you can't tell how happy we are to see you. So, Abmarsch. Fliegst du den Ofen jetzt, oder was? Na los! Ich bin der richtige Pilot hier. Flo, anschnallen und reinkommen. Es geht ab nach Hause. Jetzt kommt der Helikopter ab. Let's go, ab nach Hause. Die Sicht wird immer mehr. Wir haben es geschafft. Wir sind raus, obwohl ich wirklich sehr, sehr traurig bin. Das habe ich gerade schon zum Piloten gesagt. Wir müssen unbedingt wiederkommen, weil das, was wir uns vorgenommen haben, oder beziehungsweise das, was man hier erleben kann, konnten wir gar nicht ausschöpfen, weil wir durchs Wetter halt ebenso limitiert waren. Deswegen ein nachtendes und ein weinendes Auge auf dem Rückweg. Wir kommen aber wieder. Wir haben noch eine Rechnung zu begleichen. Sun is back, guys. And we are out. Es war fast unglaublich. Plötzlich Sonne. Wir haben tagelang nichts gesehen. Die Stimmung war 180 Grad gedreht. Und das ist doch paradox, das menschliche Gehirn, man muss denken, man hat einen Dachschaden. In dem Moment habe ich mir gedacht, und ich glaube, das ging den anderen auch so, schade, eigentlich würde man vielleicht doch noch mal gerne zurück. Emil, thank you very much for flying us safe home. Thanks, Emil. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Guckt euch das an. Sonnenschein. How many kilometers was it? 60 Kilometer. Und hier ist absoluter Sonnenschein und wir waren. Ich bin immer noch komplett nass. Aber heute wird geangelt. Ihr habt's gehört, Dustin. Das heißt, jetzt müssen wir ganz schnell das ganze Gepäck aus dem Heli ausladen. Kurz in die Ferienwohnung und seinen ganzen Stuff trocknen. Und dann geht's Becky, beeil dich, wir müssen angeln. Wir müssen ans Wasser. Hopp! Forelle oder Hecht? Alles, egal. Alles? Alles. Alles heute, kriegt heute auf den Kopf. Heute nehmen wir alles. Alles kriegt und kommt auf den Scotty. Heute nehmen wir alles. Ich muss erst meinen Autoschlüssel finden. Das ist wie ab 4 Uhr in der Disco, gell? Dann nimmt man alles. Da war ich, also Becky, da war ich anders drauf. Echt? Ja. Der war gut. Das war gut. Da zeig mal den wahren Becky, den wahren Malle-Urlauber. Bonjour. Wir haben fahrbaren Untersitz unterm Hintern hier. Ich fahre mit dem Arsch da ran, dann kannst du dich schon mal einladen. Mach mal so. So, jetzt reicht's aber. Wir machen hier alles fertig und wir sehen uns gleich im Wasser. Wir haben keinen besonderen Plan. Wir fahren jetzt einfach die Straße entlang und gucken mal, was links und rechts für Gewässer kommen. Halten an und angeln. Das Schöne ist, wir haben uns hier eine Erlaubnis gekauft für die ganze Region. Das heißt, du musst uns da auch nicht große Gedanken machen. Und hier kommt schon der erste See auf der rechten Seite. Den lassen wir aber noch mal liegen, weil da kommt man nicht so gut ran. Wir sind heute faul. Halten, wo man auch schön parken kann und direkt angeln kann. Also hier ist ein Krautfeld und da ist eine ganze Schilfkante. Ich glaube, wenn wir da ein paar Köder vorwerfen, können die Hechte nicht nein sagen. Und perfekt. Parkplatz.
Ja, in Deutschland würde ich solche Spots, die direkt am Parkplatz liegen, meinen, weil die einfach überfischt sind. Aber hier so viel Fisch und so wenig Menschen, das ist, glaube ich, total egal. So, raus, los geht's. Ich fange mit Topwater an. Und du, Becky? Ich auch. So, First Cast hier am Spot. Mal gucken, ob was geht. Ah, ich habe einen Nachläufer, siehst du? Ja. Der sah gar nicht so schlecht aus, die Bugwelle, muss ich sagen. Boah, da ist er, erster Fisch. Großer, ne? Oder? Hat nicht lang gedauert. Vielleicht der fünfte Wurf. Und schon hängt der erste Hecht. Ich glaube, der ist gar nicht so schlecht. Ich kann es noch nicht richtig einschätzen. Aber schön, geil. Boah, die haben Power hier, die Jungs. Ach geil, der ist ja viel größer, als ich dachte. Das ist ein 80 plus auf jeden Fall. Ja, der hat auf jeden Fall auch Power. Hey, der hat, ich habe ein Measure Tape dabei, willst du meschen? Messen? Geil, Wecki. Der hat den Reaper voll weggedrückt. Bitte verletz dich nicht. Boah, was für ein cooler Fisch. Boah, hier, der Zahn liegt links neben dir. So, Trick 17. Schonend, rückwärts gelöst. Ich mache dir zu, warte. Hier. Einfach raus und schaut euch diesen wunderschönen schwedischen Topwater mit Sommerhecht an. Der darf gleich wieder zurück. Bah. Ja, auf dem Reaper, also auf unserem Topwater-Köder, habe ich gerade einen Biss bekommen. Aber keine Aktion mehr danach gesehen. Nach zwei, drei Würfen noch gemacht, nichts passiert. Deswegen habe ich jetzt schnell mal auf den Twister gewechselt. Vielleicht will er ein anderes Laufmuster. Einfach mal probieren. Was war das? Nachläufer. Ich hatte so einen riesen Nachläufer gerade. Ah, Fisch! Großer Fisch! Hängt? Ja. Besserer Fisch. Ui! Das müsste ein Meterfisch sein. Das wäre jetzt der krönende Abschluss unserer Up-North-Tour. Guckt euch das mal an. Ich kann hier nichts machen. Was für Kraft haben die Biester hier? Ich meine, das ist jetzt auch keine ultraleichte Route, ne? Ja, ist eine große Welle. Kopfschläge sind auch groß, das muss ein Meterfisch sein. Ich würde mal sagen, der Prototyp hat seine Feuertaufe bestanden. Der hat hier wirklich kurz vor meinen Füßen gebissen. Jetzt bin ich auch ein bisschen am Zittern. Boah, ich habe gerade nur den Schatten gesehen. Der sah schon sehr, sehr groß aus. Ja. Wie kann man so viel Kraft haben, ey? Boah. Alter Schwede. Sowas von der nächste Meter. Mann, die Kraft ist unglaublich. Ach du Scheiße, der hat 1,10 Meter locker. Wenn nicht noch mehr. Oh, guckt euch dieses Vieh an. Der Köder ist raus. Köder ist raus. Der Köder ist raus. Curly Tail, nächstes Prototyp. Oh. Yes! Die ganzen Strapazen. Guckt euch dieses Monster an. Alter. Oh, ich kann nicht mehr. Ich war so am Zittern. Jetzt hat sich das so rentiert, nochmal loszugehen. Ausdauer wird am Ende doch belohnt. So, jetzt messen wir den Burschen mal ganz kurz. Hier auf dem Gras, wo es ein bisschen weicher ist. Vorne dran. 1,19 Meter. Einfach mal 1,19 Meter hier gezimmert. Der hat locker 10 Kilo. Ist das krass? Ist das krass? 1,19 Meter. Yes! Was für ein Vieh. Unglaublicher Fisch. Der darf schnell wieder zurück. Was für ein Abschluss für die Tour. Geil. Eine so emotionale Tour mit diesem Fisch zu beenden, das war der absolute Wahnsinn. Wir sind an unsere Grenzen gestoßen. Wir waren kurz davor aufzugeben.
aber wurden am Ende belohnt. Kann ich, weil du hast da gerade dein Links im Mund. Aber ich bin noch mit drauf. Bin ich, bleib ich mit drin? Ja, man sieht dich. Klar, wenn du da sitzt, bist du mit im Bild. Macht Sinn. Wo wir hier mal wieder wären beim Rauchen. Macht er ganz gerne. Ich bin nicht Raucher. Und was du wechseln? Rauchen. Kommt aber nicht in die Kamera, nicht in den Film rein. I haven't seen you smoking. No, I'm not smoking that much, but sometimes. He's smoking a lot. It's not true. It's true. Ich kann leider nicht mehr mit euch angeln. Und dann haben wir die letzte Drift gemacht. Sorry. Tut mir leid. Warte mal, findet ihr nicht ein bisschen eklig auch so? Oder cringe, wenn ich sage, hast du mal auf Papa gehört? Ja, die wissen das ja hast so du die... gestern gesagt. Ja, aber die, die wissen also ja so als die... Stichpunkt. Ja. Hättest du mal besser auf mich gehört, ja. Becky. Wie immer habe ich recht. Mittlerweile ist es 2 Uhr. Nee, nochmal. Mittlerweile ist es 2 Uhr. Also, wenn wir den nächsten Schlüssel. Mittlerweile ist es 2 Uhr. Okay, ich mach's noch einmal, hier ist eh schöner. Mittlerweile ist es 2 Uhr nachts. Ach, Mann, ey. Jetzt, Nailies, pass auf, jetzt. Oh, mittlerweile. Ich kann nicht mehr. Okay, da jetzt. Ich habe für den Knoten ungelogen eine Stunde gebraucht. Und dann bin ich alleine los. War ein bisschen sexy aus. Oder? Und obendrauf hat dann wieder der Start Regen. Junge, du musst mal wieder eine Runde schlafen, Alter. Warte mal, der ist noch. Vielleicht. Der ist doch hier auch abgebrochen. Hey. Wird nichts. Das kommt doch nicht in die Folge, wie ich mich hier zum Löffel mache.